So. Ja, Attacke, genau. Ich bin auch dämlich. Wieso drücke ich X hier? Oh. Hey, ja, ich mach's mir selber schwer gerade, ne? Naja, wie lange ging die denn? 10 Minuten? Ja, da habe ich noch 5 Mal hin und her. Nee, so oft nicht. Alles gut. Ja. Wird schon. Das Ding ist ja auch, ich glaube, ich war noch nie irgendwie als Co-Moderator unterwegs. Ja, ist auch mal schön. Immer eine Premiere, Ja, genau. ja. Ja, und Maxo hat sich direkt rausgedreht in der Variante Ascari. Genau die eine Stelle ist das immer, ja. Einmal kurz auf der Gasnarbe gebremst rechts und dann schmeißt man direkt das Auto weg. Ja, geht schneller als man denkt. Das ist richtig. Oliver Schäfer jetzt auf der ersten gezeiteten Runde. War das bewusst gerade von dir, oder? Bewusst was, dass ich rausgegangen bin? Ja. Ja, Okay. einmal Autowechsel jetzt. Wie gesagt, ich will immer dafür, dass die Bobbycar reinpatchen, ja. Och nein. Es hat dann Stil, weißt du? Mit dem Bobbycar vorne weg. Och nein. Dann fahren wir nur mit 7 km/h oder so vielleicht. Das wäre nicht so schön. Kennst du diesen Igel aus Werner mit den Bügeleisen, der sich dann in seinem Kasten durch die Ecke schiebt, über die Gleise schiebt? Sowas wird auch Habe ich witzig. schon mal gesehen, ja. Das wird auch mal witzig. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen natürlich den Road AMG, ne? Sektorzeit 1, 36,8. Bisher die schnellste Sektorzeit. So, und dann komme ich jetzt rein. Das wird jetzt hier wirklich gleich kaltes Wasser und so. Aber na gut, okay. Was sein muss, muss sein. Aber ich muss ja nur 120 fahren, das geht schon. Das geht ja eh nur geradeaus hier, ja, von daher. Das stimmt. Manuelle Schaltung wäre halt noch ratsam, dass dass du ihn überdrehen kannst. Ja, das ist kein Problem. Ich fahre einfach hinterher raus aus der Box und dann mache ich das außerhalb von der Box ganz in Ruhe. So, schnellste Zeit Marcel Novak, 1:47,449 und direkt wieder ein Wimpernschlag von 2000stel von Oliver Schäfer mit 1:47,451. Aber da passiert noch einiges. Es sind ja noch 5 Minuten Training und danach wird es eigentlich echt erst interessant. Kannst ja mal ein Ründchen fahren. Hab es schon wieder raus. Ja, ich sehe gerade, ich werde wohl mit Pad fahren müssen, obwohl mein Lenkrad angeschlossen ist. Juhu. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Was? Ja, Pad ist angeschlossen. Warum? Ist dein. Komm, das machen wir mal ganz fix. Ich habe ja Zeit. Bis gleich. Ja, du. Sorry. Denkt dann auch für dich Geld die ersten 2 Minuten vom Quali, ja, wo du nicht reinjoinen darfst. So. Ja, das kriegen wir ja hin. Das kriegen wir hin. Das Quali spätestens, ja, spätestens in den zweiten 15 Minuten läuft's. So, du Lenkrad. Ja, Hardware muss ja auch richtig funktionieren, sonst ist ja auch langweilig. Das ist korrekt.
Wobei, eigentlich ist es langweilig, wenn alles funktioniert, ne? Man muss ja was zu tun haben. Ist doch viel interessanter. Etwas muss an Twitch nicht stimmen. Kannst du mal im Browser prüfen, ob da der Stream läuft oder sind wir da auch offline? Mein Rechner ist leider aus. Okay, dann schauen wir noch mal so. Oliver Schäfer 1:46.542. Aber das war ja zu erwarten. Der ist sowieso schnell unterwegs mit dem Porsche hier auf der Strecke. Interessant, dass die Synchronisation sofort gestartet wird jetzt bei mir, wo ich noch gar nichts gemacht habe. Na gut. Es wird Wir halt sind keine Zeit verschwendet, ja, immer manchmal. noch offline, also. Das ist sehr seltsam. Also so spontan kann ich jetzt nicht mehr streamen. Nee, das glaube ich. Sollte nicht jetzt irgendwann demnächst diese Twitch-Con sein? Keine Ahnung, kann sein. Immer noch kein Lenkrad. Was ist mit meinem Lenkrad los? Letzte Minute vom Training. Ich hatte zum Beispiel das Problem gehabt mit meinem Lenkrad, dass sobald der Controller an war, er mir das Lenkrad weggenommen hat, komplett. Und ich musste komplett Project Cars neu starten und den Controller vorher ausschalten, das Lenkrad anschließen und dann wieder Project Cars starten. Dann hat das funktioniert. Ja, das könnte natürlich jetzt vielleicht auch mein Problem sein unter Umständen. Ist aber nicht schlimm, das klappt auch mit Controller. Ist ein bisschen wackeliger dann, aber. Der Stream scheint aber zu laufen, weil ich habe gerade eine Nachricht gesehen, oder zwei sogar schon, fünf Zuschauer. Ah, ich glaube, jetzt hat er sich gefangen. Jetzt sind wir auch online. Das ist doch schön. Ja, dann guten Abend nochmal. Und zack, sind wir bei 7. Ja, wenn der Stream nicht so will, wie wir das wollen, ja, dann können die Leute ja auch nicht gucken. Ist ja kein Wunder. So. Da hast du aber ganz schön schnell reingeschlichen, ja? In die Lobby. Ich mich? Nein, ich war vorher schon drin. Also ich bin doch jetzt gerade sogar gefahren. Ja klar. Bildqualität ist super. Das ist schön. Er hat nämlich gerade das Phänomen, dass Twitch sagt, ja, ihr seid nicht online, ja? Und trotzdem habe ich ständig Nachrichten empfangen vom Chat aus und ja. Naja, Vielleicht ein Bug. wenn es jetzt läuft, dann ist ja okay, ne? Ja.
Dann läuft's jetzt. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Training hier gleich hier abläuft. Ich denke ja, ich werde das Training dominieren. Nein, Quatsch. Ja, wie gesagt, also, ja, Mercedes könnte schon wirklich gut dabei sein, könnte ich mir vorstellen. Bentley unter Umständen. Glaube ich auch. Ja. Gut, wie der Aston Martin geht, weiß ich nicht. Habe ich keinen wirklichen Referenzwert gehabt, aber der scheint ja auch auf Geraden richtig giftig zu sein. Also schon. Ja, der ist vor allem nur Beschleunigung ist er natürlich nicht schlecht aus den Kurven raus, ne? Das wird hier von Vorteil sein, weil es ja teilweise ganz viele schnelle Kurven eigentlich. Und vielleicht zwei, drei Kurven für den dritten Gang und wirklich nur eine langsame. Eine wirklich richtig langsame Kurve, und das ist die direkt nach der Start-Ziellinie. So, die Strecke ist schon richtig schön voll geworden, also da ist schon ordentlich was los. Ja. Die ersten kommen hier gleich schon. Oliver Schäfer ist der Erste, der hier gleich auf die erste Hotlap gehen wird. Dahinter Tobi Hohn noch, also direkt mal der Teamkollege. Also die Roofs sind Ja. ganz vorne erstmal zu finden. Den Verdacht habe ich auch. Die kommen halt mit der Endgeschwindigkeit ziemlich gut zu klar, ne? Da hat jetzt Nee, McLaren ich meine jetzt hat hier in den ersten Runden erstmal. Also, wie gesagt, ich bleib da erstmal beim SLS. Ich glaube, der Ruf ist ja, ist halt natürlich schnell, klar. Oh, der Olli direkt mal hier einen Dreher rausgeflogen. gehabt. Wartet jetzt schön, da kam gleich der nächste. Und noch ein Dreher. Oliver Taraba. Der Tobi denkt sich jetzt wahrscheinlich, ja, danke, freie Fahrt. Sehr wahrscheinlich. So. Steffi Kreuzer kommt aus der Parabolika. Aber sie wird spät losgefahren sein, also die Rundenzeit zählt noch nicht. So, Daniel Jenicke wird der Erste sein, der eine Zeit setzt, so wie es aussieht. Nein, Tobi Hohn. Tobi Hohn müsste es sein. Ja. Dahinter war BMW, meine ich, ja. Das müsste Gerhard Der Mixi von Gerhard sein. Mitschi, genau. Der ist es. Und die beiden kommen jetzt relativ zeitnah hintereinander durch. Und was gibt es? 1,45,8 von Gerhard Mitschi. Schon mal eine Ansage. 46,1 Robert Berg, Daniel Jenicke 45,7 und Mercedes SLS 45,1. Als hätte Na? es gewusst, ja. Als hätte es gewusst. Na? Wobei der SLS hier einen richtigen Vorteil hat. Da das Auto ja so hoch liegt, kann er ja die Randsteine, die ja ziemlich hoch sind, oder die hohen Randsteine, fast überfahren. Mal gucken mal. Ja, aber das machen die anderen Fahrer auch, also oder Fahrerinnen, muss man ja hier in der C auf jeden Fall sagen, darf man ja nicht vergessen, ja. Machen die genauso. Und es ist halt streckentypisch eigentlich, dass man auch hohe Randsteine hier überfährt. Ja. Würde ich jetzt mal sogar behaupten. Fünfundvierzig, eins, aber man Ja, sieht der schon, ja. Marc, der muss natürlich jetzt heute gucken, ja, dass er den, ja, die Sperre für den zweiten Fahrer irgendwie kompensieren kann. Heißt, der wird wahrscheinlich hier voll auf Sieg fahren. Müssen, glaube ich sogar. Er muss auf Sieg Ja, fahren. müssen natürlich. Ja. Ich meine, was sagt denn die Punktetabelle aktuell? Aber ich habe jetzt den Marc jetzt auch mal beobachtet, der räubert die Randsteine gar nicht mal so. Also von daher Nö. fährt er die sogar durchaus sehr sauber. Nimmt zwar nochmal im Windschatten aus, mal sehen, ob er sich vielleicht sogar nochmal verbessern kann, wenn er jetzt gut hier um die
letzte Kurve nochmal kommen, gut raus beschleunigen und ja, wie gesagt, Windschatten, raus aus dem Windschatten. Könnte auch mal ein paar Überholen, Zehntel genau, bringen, macht er ja. jetzt auch. Ja, das kann auch mal was gebracht haben, hat's 1,44, auch. ja. Hat auch noch was gebracht, die letzten beiden Geraden. GTRP Racer muss die Lobby verlassen. Markus Kemp ist zweimal in der Rangliste. Ich bin zweimal in der Rangliste. Das ist interessant, weil eigentlich bin ich ja vor der Session halt noch drin gewesen und ja, es wird. Ich habe ja sogar noch das Endresultat gesehen. Es scheint noch welche Probleme gehabt zu haben mit Twitch, dass wir als offline angezeigt wurden. Aber jetzt sollte man online sein, also das müsste jetzt funktionieren. Nicole Harm 1,49,846. Und die Teamkollegin Steffi Kreuzer mit 1,50,5. Jetzt kommt sie wieder über die Ziellinie. Mal gucken, ob sie sich da verbessert. Ah, in dieser Runde nicht. Die haben ja noch ein wenig Zeit, muss man sagen. Marcel Rutscher hat die Zug verlassen. Ja, bitte erst nach den 15 Minuten, nach dem Ablauf der 15 Minuten joinen auf jeden Fall, ja. Dann kann man da auch noch die zwei Hot Laps fahren. Jetzt nicht direkt wieder reinkommen. Wenigstens abwarten. Sind noch 7,5 Minuten etwa und dann kann man rein. Ja, das mit der Twitch-Seite hatte ich auch am Anfang gehabt. Ich habe dann mich vom WLAN getrennt einmal, meinen Browser-Cache gelöscht und habe es dann nochmal über simsportracing.com aufgerufen, indem ich dort auf das Twitch-Icon geklickt habe. Das könntest du mal versuchen. Ja, bis jetzt geht meine Rechnung fast auf, bis auf Daniel Jenicke, ja. Maxdor im Mercedes-Benz SLS auf der 1, Marcel Nowak, Bentley, ja, habe ich ja gesagt, Bentley auf der 2. Dann, wie gesagt, Daniel Jenicke, der hat sich ein bisschen dazwischen gemogelt, der ist aktuell auf 3. Martin Ruf aktuell, also der zweite Bentley auf der 4. Dann haben wir schon BMWs zweimal. Das ist, finde ich, sehr interessant. Gerd Mitschi und Robert Berg, ja, auf 5 und 6. Für einen BMW-Fahrer. Und erst dann kommen wirklich so Oh, langsam aber Wendler. sicher alle Porsche. In der folgenden Reihenfolge. Erst Oliver Schäfer, dann Oliver Taraba, Tobi Hohnen auf der 9. Dann mogelt sich Nicole Harm auf 10 mit ihrem Audi dazwischen. Svenny Oswind dann auf der 11 und Steffi Kreuzer aktuell 12. Gut, ein Fahrer joint ja gleich noch nach. 5,5 Minuten circa, dann darf er. Ja. Aber ein bisschen bei den Damen. Steffi Kreuzer, Nicole Harm ist gerade in die Box, hat sich für ihre Zeit verbessert. Auf 1,48,896. Ticken schneller geworden, aber ich glaube, selbst im Audi, da muss noch einiges mehr gehen. Ja, ich weiß von meinen Fahrern, dass da durchaus noch was geht. Ja. Allerdings, ich sage jetzt mal, Thorsten, er fährt ja auch schon wirklich am Limit. Ja, Also aber und da legt ja auch mal mehr geht dann da auch kaum noch. eine allglatte 1,43, was weiß ich was hin, ja. Nach zwei, drei Runden. Ja, gelernt ist gelernt. Ja. Ein kleiner Übermensch, ja. Naja, komm, so schlimm nicht. Aber gut.
Jeder ist schlagbar, ja, ist gut, ja, auf jeden Fall. Steffi Kreuz hat sich auch verbessert um eine Sekunde. Auch da verschenkt die Zeit. So, Oliver Schäfer wieder auf Platz 3 hochgefahren mit einer 1,45, 187. Und schon wieder in der Box. Und neuer Erster, Marcel Nowak mit 1,44,6. Fällt aber auch nicht viel, muss ich sagen, ne? Nee. Es könnte schon ein Duell geben zwischen Bentley und SLS, da gebe ich dir vollkommen recht. Wobei ich glaube, hier entscheidet sich wirklich, wer kann hier konstant seine Runden drehen. Klar, Ja. machst du einmal irgendwo einen Fehler. Ich meine, das ist wie auf jeder anderen Strecke. Das ist halt, ja, nicht einfach, wirklich hier konstant konzentriert zu bleiben. Wirklich über die ganze Renndistanz, die auch durchaus etwas länger heute ist als normal, ja. Aufgrund dieser hohen Rundenanzahl, ja, da macht uns ja auch wieder, ich sag mal, unser Kleintier einen kleinen Strich durch die Rechnung. Ja, dadurch, dass man halt nachher nur noch irgendwann in Zehner-Schritten steigen kann. Aber da muss man halt wirklich auch erstmal ja, bis zuletzt 100% dabei sein. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man, das ist dann immer die falsche Annahme, wenn man sagt, ja, Monza ist eine einfache Strecke, da geht es fast nur geradeaus. Naja, geht ja auch nur Ja, geradeaus. ja, aber dass die Leute vergessen, dass wenn man mehr wie 10 Runden fährt, ja, dass hier dann durchaus sehr, sehr hart werden kann auf Dauer. Ja, also wie gesagt, im Training 40 Runden durchgehalten und nachher haben mir meine Arme wehgetan vom Lenkrad. Ja. Naja, aber du hast ja auch nichts in der Arme. Ja, du hast ja so wahrscheinlich so dünne Spinnenarme oder so. Komm, sei ehrlich. Blatt Papier, bitteschön, ja. Ach so, okay. Ah, jetzt hat Marc Max gesagt, das ist doch ein bisschen, ne? Aber ich glaube, da war einfach der Einlenkpunkt ein bisschen zu früh gewählt. Und er Und hat einen Cut Marc hat sich bekommen. schon längst wieder den ersten Platz zurückgeholt mit 1,44,1. Also der hat noch eine halbe Sekunde da irgendwo gut gemacht im Gegensatz zu Marcel Nowak. Hat sie gedacht, okay, du willst meinen Platz, dann sieh zu, dass du diese Zeit schlägst. Marcel Nowak hat's gehört. Ja, fährt nochmal raus. Zeit langt ihm auf jeden Fall. Ja. Ah, oder? Wobei, ne? Zwei, doch. Es ist etwas knapp, also ich glaube eher nicht, dass er nochmal wirklich komplett rüberkommt. Ja, die Linie wird's entscheiden. Bleiben wir mal drauf. So, Tobi Hohn kommt auf jeden Fall oder ist gerade über die Linie. Der kommt auf jeden Fall noch rüber, genauso wie Nicole Harm. Die kommt auch noch drüber. Na klar, Daniel Jenicke darf seine Runde auf jeden Fall zu Ende fahren. Und Marcel Nowak hat abgebrochen. Und Svenny Ostwind kann auch zu Ende fahren. Steffi Kreuzer kommt jetzt nochmal über die Linie. Wird also auch noch eine Runde haben. Verbessert sich sogar gerade mal eben um eine Sekunde im letzten Sektor. Für Daniel Nicke wird es anscheinend noch sehr knapp werden. Ich glaube. Robert Berg ist jetzt wahrscheinlich der Letzte, der seine Runde zu Ende fahren darf, denn es sind ja nur noch 20. Also wenn er jetzt noch eine hinten dran hängt. Tja. Die auf der Strecke sind, dürfen auch noch mal rüber. Also so ist es nicht. Und wenn das dann hier beendet ist, dann holen wir auch noch unseren verlorenen Fahrer wieder in die Lobby zurück hier. Ich hoffe, er joint dann einfach automatisch gleich. Das wäre schön. So, Svenny Oswin fährt in die Box auf jeden Fall. Der prüft einmal, wie es läuft hier mit der Boxenanfahrt. Mal sehen, was der Tobi macht, ob er überhaupt noch zu Ende fährt. Da gibt es ein teaminternes Duell zwischen den Damen. Tobi fährt auf jeden Fall rüber und
verbessert sich auch nochmal. Platz 9. So, Gerd Mitzi muss aufpassen jetzt. Nicole Harm, letzter Sektor, nochmal eine Sekunde schneller. Jetzt kommt zu fahren. Jetzt kann Gerd Mitzi natürlich den Windschatten nutzen, ja. Ja, Steffi Kreuzer. Und so sind alle durch. Sie konnte sich jetzt gerade nicht mehr verbessern. Ja. Der Gerhard muss jetzt natürlich auch in die Box kommen, das wird er wissen. Ja, ich hoffe mal, dass er jetzt nicht die Runde zu Ende fährt. Ansonsten, klar, jetzt können wir unsere Einführungsrunde plus Hotlap, für wen war das? Marcel Rothstein. Marcel Rothstein, genau. Einfach die Einladung nutzen, vorbereiten kurz und dann rausfahren. Auf geht's. Michael hätte gerne viele Details, weil er kann nur zuhören. Da er arbeiten ist. Viele Details, das ist ja kein Radio, das ist hier Fernsehen. Hallo? Ja. Kannst dir die Wiederholung auf YouTube angucken, ja? Musst du nur noch abonnieren. Ja. Genau. Schön abonnieren an die Zuschauer. Ja, wir brauchen da echt Abos, ja, weil da gibt es noch was, was auf jeden Fall zu erledigen wäre. Da gibt es noch so eine unerledigte Sache. Also, wo bleibt unser 15. oder 14. Fahrer? Na, besser gesagt, ja, 13. Fahrer. Gerd Mitzi fährt noch eine Runde, aber ja, mal schauen. Er fährt jetzt zur Parabolika. Jetzt kommt es drauf an, was er macht. Und er fährt in die Box. Ja. Sehr sauber. Einmal Boxenanfahrt testen. So, Marcel Rothstein ist jetzt auch dabei. Perfekt. Ja, jetzt wollen wir mal hoffen, dass er jetzt nicht wieder einen doppelten Markus Kemp sieht. Ansonsten muss er sich eine Brille holen, ja? Jetzt macht das aber und spannend. Jetzt macht das wirklich spannend, ja klar. Herr Rothstein, fahren! Fahren, fahren, fahren! Zwei Hotlaps, auf geht's jetzt hier! Die Zeit läuft! Nicht, dass er wieder stehen bleibt und von hinten, hinten startet, das macht er ja gerne. Muss er aber gar nicht, also. Nö. Ich meine, er hat freie Fahrt, also. Freier wie jetzt wird's nicht. Zeit reicht auch noch. 4,5 Minuten ja. Braucht er mindestens. Die Zeit sollte, kann nicht das Problem sein. Also aktuell sieht's halt mal so aus, dass Marc Maxor auf der 1 steht, Marcel Nowak auf der 2, der Oliver Schäfer auf 3. Daniel Jenicke hat sich dahinter gesetzt auf der 4. Martin ruft dann auf der 5. Ja, also nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte mit den Bentleys, sage ich jetzt mal. Was heißt erhofft? Halt erwartet hatte. Also zwei Ruf dazwischen. Dann Gerhard Mischi und Robert Berg auf 6 und 7. Ja, die beiden Z4-Fahrer. Dann Oliver Taraba, Tobi Hohen auf 8 und 9. Nicole Harm, Steffi Kreuzer auf 10 und 11. Svenny Ostwind ist auf der 12. Und Marcel Rothstein dürfte eigentlich jetzt noch fahren. Der macht aber irgendwie keine Anstalten. Ich habe nur zwei, dreimal das Auto hüpfen sehen eben. Ja, wahrscheinlich Setup-Einstellung. Ändert er noch was, ja.
Tja, das gibt uns natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen zu philosophieren, ne? Das ist richtig. Worüber auch immer. Genau, worüber auch immer. Ja. Wird ja noch Vielleicht, fahren, ne? vielleicht über den neuen, ja, bald auf den Plan tretenden Stream, der über dem PC laufen wird in der Liga A. Ich weiß ja nicht, ob der eine oder andere hat es ja schon gesehen, wie das in etwa aussehen wird. Und wir sind da ja fast in einer finalen Version angekommen, dass wir den dann wirklich auch so durchführen können. Das Letzte, was jetzt noch so gemacht worden sind dann diverse Soundtests, weil in der Richtung lief ja noch gar nichts. Aber auch das funktioniert. Wir streamen auch die PS4-Party mit, das geht also auch. Und ja, wenn wirklich alles klappt, dann könnte das vielleicht sogar schon. Ja, unter Umständen soweit sein am morgigen Donnerstag im Nachholrennen. Müssen wir mal sehen. Aber es sieht ganz gut aus, dass es wirklich hinhaut. Ja. Schon morgen. Jeden Fall mit sehr viel Liebe und Hingabe daran gearbeitet worden. Dass Ja? das Spiel für uns so gemacht wird, ja, wie wir es brauchen, ja, und nicht wie das ein Entwickler für viel Geld da hinklatscht, ja. Genau. Muss man leider so sagen. Und ich glaube, Marcel Rothstein würde nicht fahren. Tja, sieht echt danach aus, dass er ja, von hinten starten möchte oder sich vielleicht nicht traut. Ich weiß nicht. Also normalerweise wird ja wohl das Reglement kennen, ja? Beziehungsweise das mal in irgendeiner Form vielleicht von Daniel Jenicke, der dem Teamkollegen auch mal mitbekommen haben. Ja, man tauscht sich ja aus, auch mit den anderen Fahrern und so. Mich wundert das jetzt gerade ein wenig, auf jeden Fall. Naja. Ich meine, das ist ja eigentlich keine 15 Minuten zum Rumschrauben, sondern um mal schnell 3 Runden zu machen. Genau. Und ja, wir haben nur noch 6,5 Minuten, sage ich jetzt mal, in etwa, ja, bis man aus der Box gefahren ist und so den ganzen Driss. Jetzt wird es so eben reichen, das noch so, ja, da hinzulegen, ne? Die Zeit. Nichts tut. Alle Augen auf ihn. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich hier als oder dass Nico und ich gleichzeitig als Sims World Racing eingeloggt sind in Twitch. Das ist interessant. Naja, gut, okay, was soll's, ne? Manchmal ist das so. Ja, ich würde mal sagen, ich gönne mir mal eben eine Versorgungspause. Eine Ja. einminütige. Ja, melde mich gleich wieder zurück. Ja. Mach das. Marcel Rothstein fährt raus. Ich hätte nie gedacht, dass er den Zündschlüssel findet, um seinen Motor zu starten. Ja, aber jetzt fährt er los. Jetzt muss er aber Gas geben. Also viel Zeit hat er nicht mehr. Natürlich dann bitter, wenn er in seiner Hotlap dann einen Fahrfehler hätte. Und dann keine zweite Runde fahren kann, weil er so lange gebraucht hat. So, und da bin ich auch wieder zurück. Marcel Rothstein fährt und verabschiedet sich schon mal in die Mauer.
Ja. Und ist dann wieder zurück in der Box. Das ist Ja. richtig. Jetzt wird ihm die Zeit auf jeden Fall nicht mehr reichen. Na, für eine Runde vielleicht, aber das war's dann auch. Ja, das ist dann sehr, sehr knapp. Also nee. Je länger er wartet, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch eine Runde schafft. Nee, das wird nichts mehr. Aber ich würde sagen, dann nutzen wir die Zeit Gelegenheit, nochmal einen Break zu machen, damit wir dann zum Rennstart alle da sind. Und beziehungsweise ich mir noch einen Kaffee gezogen habe, mal schnell. Und ja, melde ich mal kurz ab. Ja, Bis mach gleich. das. Ja, Monza, nordöstlich ist die ganze Strecke hier angelegt von Mailand. 22, nee, am 3. September 1922 wird das ganze Teil hier eröffnet. Und ja, es war knapp 6 Kilometer lang. Und seit 1950 ist es auch hier wirklich Formel-1-Rennstrecke. Und da hat mit Sicherheit jeder schon mal das ein oder andere denkwürdige Rennen hier gesehen, ja, wenn es auch nur im Fernsehen war. Aber ich sag mal, Monza ist ja wirklich eine weltbekannte Strecke. Ich finde es ja, weiß ich nicht, ich persönlich, ja, ich finde sie einfach, dass sie ein bisschen zu viel geradeaus geht. Aber man braucht auch einfach Highspeed-Strecken im Rennkalender. Ja, sind ja auch wichtig. Und man braucht genauso auch dann, ja, Rennstrecken, die halt langsamer sind, damit das Ganze halt auch wieder ausgeglichener ist. Denn man hat einfach ja hier, wenn man jetzt hier mal sieht, Bentley ist halt sehr stark, ne, SLS sehr stark. Auf anderen Strecken haben die wiederum dann ihre Nachteile. Was man vor allem beim Bentley schon das ein oder andere Mal gesehen hat. Ich bin mal gespannt, ob ja, Novak und Martin Ruf das wirklich hier so durchbringen können heute auf den Positionen. Vielleicht Martin Ruf sich sogar noch etwas verbessern kann. Also ich erwarte da schon einiges von den beiden. Und ja, wie gesagt, Marc Maxor im Mercedes-Benz SLS AMG sowieso ein starkes Fahrzeug, ein guter Fahrer auf jeden Fall. Und ich denke, das könnte wirklich sehr interessant werden. Tja, also Marcel Rothstein ist nicht mehr rausgefahren. Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden, 50. Und ja, dann geht es hier so langsam ums Eingemachte. Und dann muss ich hier auch hier meinen Controller in die Hand nehmen, um Gottes Willen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich wollte ja gerne mit Lenkrad fahren. Ja, zumindest diese eine Runde wäre ganz nett gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das mal eben hinbekomme. Ja, nicht einmal irgendwie wirklich testen können mit. Also, so heißt drum. Und durch. Ja, die letzten Sekunden. Und dann geht es auch schon an den Start. Jetzt ist natürlich interessant, So wieder ob da. denn auch hier. Aha, da ist er. Pünktlich. Pünktlich. Das Schöne ist, ich kann hier richtig Youngstar, schön rechts vorbei. Box, box, box. You've got to box this lap to take your Ja, das ist ziemlich drive-through easy penalty. hier an der Stelle. Controller schalten ist ja echt die Grütze.
Also geradeaus ist echt angenehm mit so einem SLS, ja. Und Controller. Das Feld hängt sehr weit hinterher. Ich weiß nicht. Ich mache noch langsamer mal hier vorne. Ich bin schon durch die Schikane durch. Ich noch in Ordnung, weil jetzt werde ich mal anfangen, mein Auto kaputt zu machen. Ja, die Runde, die dauert ja, so ist ja nicht. So, und das Feld schließt jetzt gerade wieder auf. So. Der Geladen raucht. Ah, immerhin. Und es ist noch eine Menge Zeit, also. Und ich bin in der Box. Gucken wir dir gleich mal zu, würde ich sagen, wie das denn so aussieht. Ja, nach hinten ist es schon, sind die Abstände schon relativ groß. Ja, ich werde ja gleich noch mal langsamer, ne? Also so ist ja nicht. Gar nicht so einfach hier das Tempo zu halten mit Pet. Aber geht alles. Bloß kein Cut oder so. Habe ich natürlich die ganze Zeit diese schöne Fehlermeldung drin, ne? Dass ich bitte die Box fahren soll. Ja, sammeln sich schön eng. So, ja, würde ich sagen, dann schleich dich mal so langsam. Oh, ich bin doch schon dabei. Marcel Novak darf das Ganze jetzt anführen. Und der Start ist damit freigegeben jetzt hier. Hat sie auch schon hinten vor allem, haben welche, ja, die Kurve nicht mitbekommen, die haben das Tempo da nicht, haben nicht sofort aufgeschlossen. Bisschen gedrückt. Ja, und Marcel Novak und Max Maxdorf auf 1 und 2. Marcel Novak auf 1, Max auf 2. Ja, ich glaube, hier hat sich das ein bisschen abreißen lassen, ein bisschen ausbezahlt. Ja. Martin Ruf direkt dahinter. Daniel Jelinek auf 4. Oliver Schäfer auf 5. Gerhard Mikzi auf 6. Gefolgt von Robert Berg, seinem Teamkollegen. Tobi Hohn auf 8. Tolliver Taraba 9. Nicole Harm auf 10. Marcel Rothstein 11. Steffi Kreuzer 12. Und Svenny Ostwind auf 13. Also viel Verschiebung gab es nicht zu Beginn. Ah, jetzt will mein Motor kaputt gehen. Okay. Max, du bist in der Zange vom Bentley-Team. Natürlich jetzt Martin Ruf und Marc Maxwell die Vorteil des Windschattens.
Max versucht anzugreifen. Also gab es da die Positionsveränderung. Sehr interessant. Und dann im Sandwich jetzt. Ja, da bin ich mal. Oh, da gibt es einen Riesenabflug. Daniel Jenicke. Martin Ruf, Oliver Schäfer. Oliver Schäfer ist da richtig weit rausgekommen. Oh. Tja, ordentlich verbremst. So schnell kann es gehen. Jetzt Tobi Hohn auf jeden Fall direkt dahinter. Dann die Oliver Taraba versucht jetzt Daniel Jenicke anzugreifen. Nee. Max versucht weiter hin, dran zu bleiben. Und Marcel Novak, aber Marcel Novak, der kann sich hier immer ein bisschen absetzen. Ich schätze mal, dass der Bentley hier einen kleineren Vorteil hat. Aufgrund seiner Beschleunigung. Aber Max nur mithält wegen dem Windschatten, den er bekommt. So, jetzt wollte ich mal schauen. Ja, Max hat deutlich. Auto bei. Bitte. Bei Martin Ruf ausschaut. Also, der hat da ja. Es gab da scheinbar keine Berührung. Ja. Sieht also alles gut aus. Der hat echt richtig. Ja, richtig was verloren bei der ganzen Geschichte. Und ist nur noch auf 9. Versucht jetzt hier anzugreifen am. Und dann Robert Berg vorbeizukommen, wurde aber nichts, hat nicht gereicht. Da wird es noch eine Runde dauern, bis er dann nochmal die Chance hat. Ja, und Olli Schäfer auf 4, klar hat es ihm auch etwas wehgetan. Hat natürlich ordentlich Zeit auf die beiden Führenden verloren und auf Gerd Mitschi, der aktuell auf 3 liegt. Jenicke geht vorbei an Tobi Hohn. Jetzt neuer Fünfter. Oh, weiter hinten scheint auch noch mal was zu passieren. Martin Ruf natürlich jetzt ganz schön auf Aufholjagd. Jetzt seine ganzen Plätze zurückholen. Ja, nicht nur er, Martin Ruf vor allem, ne? Und das ist jetzt recht jetzt. Wirklich nah dran an Robert Berg und auf der Geraden, na klar, die Power reicht da locker aus, um den BMW da einfach mal stehen zu lassen. Ah, in der Endgeschwindigkeit wird es noch mal ein bisschen interessanter, aber es reicht. Natürlich noch mal raus beschleunigen, Robert Berg kann da nicht mehr kontern, nee. Ja, Marcel Rothstein, zumindest mal bis auf Platz 10 vorgefahren. Und Tobi Hohn kontert. Ja. Aber sie sind noch nicht beide durch. Ja, ganz, ganz leichte Berührung. Einmal Lackaustausch, kein Ding. Hat der Tobi auch gemerkt, oh, wenn ich jetzt nicht nochmal wieder. Ja, die Lenkung richtig nochmal rumreiße, ja, dann schiebe ich uns beide weg. Das haben wir wahrscheinlich auch gemerkt. Ja, und der Oliver Taraba, der guckt sich das an. Mal sehen, ob der da irgendwie vielleicht sogar noch von profitiert, wenn die sich beide da hinten, da vorne vor ihm behaken. Wobei Daniel Jenicke hat da jetzt mal einen guten Vorsprung jetzt in den letzten Metern mal eben rausgefahren. Ne? Ja. Auch interessant, aber auch Kampf um Platz 8. Ja, Martin Ruf hat sich jetzt verbessert. Er ist vorbei an Robert Berg und oh, der Berg. Einschlag. Fahrfehler beim Rausbeschleunigen. Vorsicht, da kommen Fahrer noch von hinten. Nicht wieder direkt auf die Ideallinie.
Ja, gleich zwei Plätze verloren. So schnell kann's gehen. Ja, somit hätten wir, glaube ich, mit Sicherheit auch schon den ersten Boxenstopp, weil da wird garantiert ein Aero-Schaden. Da könnte durchaus mehr passiert sein, ja. Ja, interessant ist halt auch immer noch hier um Platz 5, Jenike, Tobi Hohn, Taraba, die sind durchaus eng zusammen, also... Ja, wobei ich glaube, Oliver Jenike, Taraba... Der geht so langsam, findet da seine Zeit und Tobi Hohn eine Sekunde in dieser Runde verloren. Oliver Taraba kommt immer näher. Ja, er kommt näher. Und Martin Ruf verbremst sich. Marcel Rothstein versucht. Aber nein. Da fehlt dazu viel jemand für die Leistung. Also. Mit dem Bentley sich in Beschleunigung messen, das kann nicht funktionieren. Also Anfahrt auf die Retifilio. Oder Retifilo heißt sie, ne? Ja, ich meine schon. Die erste Kurve auf die erste Schikane. Martin Ruf, ja, sehr, sehr spät gebremst halt. Und das hat ihn direkt mal jetzt im ersten Sektor alleine 1,5 Sekunden gekostet. Ja, und Marcel Rothstein, na klar, wie du sagtest, der ist halt jetzt wieder direkt dran. Schnüffelt schon wieder am Auspuff. Trifft auch seine Linie mal besser. Sehen. Ja. Ja, durchaus besser, auf jeden Fall. Der Ruf ist, irgendwie hat er sich verunsichern lassen durch den Verbremser. Ja, das ging beim Start los, ne? Oder halt die erste Runde danach ging es ja los. Was mir wirklich imponiert, muss ich schon sagen, Gerhard Mischi auf 3, ja. Klar ist ein gewisser Abstand, aber... mit 2 Sekunden hält sich das wirklich noch in Grenzen auf Marcel Novak im Moment auf der 2. Das finde ich gut. Max Dor hingegen, der hat auch schon wieder ordentlich was gut gemacht jetzt und ist nicht mehr so unter Druck. Also Novak da schon lange, lange aus dem Windschatten raus. Auf 4 aktuell Oliver Schäfer. Hat auch nur rund 1 Sekunde auf Gerhard Mitschi. Also der hat das verdaut. Und kann vielleicht hier wieder auf 3 zurückfahren. Mal sehen. Oh, Verbremse von Oliver Taraba. Auch Tobi Hohn ist auf der Strecke gekommen. Und Martin Ruf auch. Das sind so die Stellen, Variante della Roggia. Das sind so die Stellen, Monster, ja. die heikel werden können. Ja. Können, ja. Wenn man jetzt schon anfängt, sich nicht so wirklich darauf zu konzentrieren, wie soll das dann enden? Also, da waren jetzt gleich 3 Fahrzeuge hintereinander, die Schikane einfach mal überhaupt nicht getroffen haben. Marcel Rothstein kommt dran an Oliver Taraba. Oliver Schäfer ist aber dran an Gerhard Mitschi. Und ja, Mitschi hat einmal kurz die Ideallinie verlassen, damit Schäfer den Windschatten nicht kriegen kann. Der doch direkt hinterher blieb dann draußen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ende, Start, Ziel. Sollte wieder dieses Windschattenspielchen saugt sich ran. Setzt sich daneben und na klar, noch genug Meter, 300, 200 Bremsen. Perfektes Überholmanöver, so macht man das sauber. Ja, so wollen wir es sehen. Natürlich die Gelegenheit für Oliver Schäfer, sich abzusetzen. Und Gerd Mikci. Oliver Schäfer fährt 1,5 Sekunden schneller. Und Daniel Jenike fährt in die Box oder kommt jetzt aus der Box raus. Ja. Der war in der Box. Klar, muss ich jetzt da ganz hinten einreihen. Robert Berg übrigens war auch in der Box.
Da gibt es dann jetzt schon Riesenlücken. Ja. Von den beiden, ja, auf Steffi Kreuzer und Svenny Ostwind auf 10 und 11. Beziehungsweise 11 und 10, ja, wenn ich schon so rumnenne. Aber der Michi lässt nicht locker, also er klebt Oliver Schäfer noch am Heck. Der Gerhard gibt das nicht so leicht her. Wobei, jetzt ist der Abstand eigentlich auch schon wieder zu groß, um dann vielleicht dann irgendwie Windschatten mitzubekommen. Wird nicht hinhauen. Nee, glaube ich auch nicht. Das sah gerade noch ziemlich eng aus auf der Karte, aber. Marcel Novak mittlerweile, ja, rund 4 Sekunden hinter Max Thor. Vorsprung auf den Olli Schäfer sind rund etwas über 2 Sekunden. Da müssen wir mal ein bisschen beobachten, ob das vielleicht sogar noch kleiner wird. Martin Ruf kommt ran an Marcel Rothstein. Da wird es auch nicht mehr lang dauern, dass er ihn überholt. Und wie gesagt, er hat jetzt die meiste Arbeit, Ja. glaube ich, ja. Von Platz 3, hinten Platz 8 und dann auch noch eigentlich eine schnelle Strecke. Ja, hat nicht den Windschattenvorteil, wie das Feld an sich. An gewissen Stellen. Oh, das wäre bei. Ups, was war das denn Oh! jetzt hier? Ah, das wäre eine Überrundung schon gewesen, oder? Marcel Na Rothstein-Dreher. klar. Somit Das Martin. wäre Robert Berg, der wollte da ordentlich Platz machen. Und Marcel Rothstein hat das zu spät erkannt und ja, blieb halt voll auf dem Gas, schlägt das Lenkrad ein und er hat jetzt mit Sicherheit auch mal einen ordentlichen Schaden davongetragen. Oh, ärgerlich. Ja, wer konnte das ausnutzen? Martin Ruf. Jetzt auf 7. Der konnte das Ganze beobachten, hat gemerkt, okay, dann fahre ich halt mal vorbei. Ne? Ja. Oliver Taraba verliert Zeit. Hat jetzt einen Abstand auf Tobi Hohn von 1,8 Sekunden. Ja. Martin Ruf liegt ihm auch schon auf den Fersen. Das ist Abstand 2,8 ungefähr. Ja, den holt er sich jetzt. Demnächst. Ist auch auf der Geraden. Mehr viel fehlen. So, fällt jetzt ein bisschen natürlich auseinandergezogen. Rothstein, na klar, sofort in die Box nach dem Einschlag eben. Und das bringt Svenny Ostwind, Steffi Kreuzer und auch Daniel Jenicke wieder vorbei. Der wird sich ärgern, dass er die Situation da falsch interpretiert hat. Das war kein Duell auf der Strecke. Ja? Vielleicht hat er es gar nicht so wahrgenommen in dem Moment. Und sondern einfach nur, es wäre eine Überrundung gewesen. Durch diesen langen Boxenstopp direkt ganz am Anfang. Durch Robert Berg. Ja. Und ja. Konnte das Fahrzeug nicht kontrollieren beim. Bei voller Geschwindigkeit, als da so dann runtergedrosselt wurde, das ist einfach zu spät gesehen wahrscheinlich. Ja. Aber Martin Ruf hat Zeit verloren. Vorher Abstand 2,8 Sekunden, jetzt 3,1. Also hat auf der Runde ziemlich viel Zeit liegen lassen. Marcel Novak jetzt auch nur noch 1,6 Sekunden vor Olli Schäfer und Schäfer hat nur, ach, das ist ja keine Sekunde, die Gerhard Mitschi dahinter ist. Also der lässt nicht nach, der bleibt zumindest dran.
Wer da so ein bisschen verliert, ist halt wirklich aktuell der Marcel Nowak auf 2. Und könnte vielleicht dann gleich nochmal wieder interessant werden, ja, wenn der Olli weiter die Zeiten fahren kann, beziehungsweise schnellere Zeiten fahren kann als Marcel Nowak. Und dann Jenicke an Steffi Kreuzer. Neunzehntel, Achtzehntel. Also Schäfer kommt ran. Und wann beginnt das Windschattenspielchen da vorne? Wenn es so weitergeht, ich denke mal eine Runde. Steffi Kreuzer hat Platz gemacht. Dann Danielke dann dabei an Svenny Ost und sich anzusaugen. Das klappt auch. Abstand unter einer Sekunde. Und Ostwind bremst da sehr früh, ne? Ja. Der traut sich da nicht so richtig. Daniel Hennecke, das sollte er eigentlich locker schaffen, wenn ich hier dann ja, auf Stadt ziehe. Ja, aber ob man es jetzt noch dann, er macht es davor und es geht auch locker davor, weil Svenny Ostwind da mitspielt. Ja, hat da wirklich innen offen gelassen, somit kein Problem. Ich glaube, dein Jenica hat einfach das bessere Setup. Und das jetzt, es wird jetzt wirklich interessant, ja, Kampf um Platz 2. Der wird jetzt eröffnet, ich sag's dir. Das geht gleich Richtung Start und Ziel, also Ausgang, Variante Ascari jetzt hier. Gibt's natürlich schon Windschatten und es ist knapp eine halbe Sekunde. Ja, bleiben wir da drauf, würde ich sagen. Nova kommt aber sehr gut ja. Um die Parabolika. Kam man wirklich sehr gut rum. Man hat Marcel Nowak eigentlich seinen Platz verloren. Marc Maxor ist auf Platz 1 derzeit. Ja, ja, schon lange. Ja. Also jetzt kommen auch noch Überrundungen dazu. Gleich. Und es ist Marcel Rothstein. Ja, Marc Max hat schon das Ganze schon hinter sich. Oliver Schäfer 6 Zehntel auf Marcel Nowak. Ja, diese Runde etwas verloren. Die war auch rund halbe Sekunde langsamer als seine beste. Hat er sein Pulver schon verschossen jetzt hier oder was? Gibt's ja nicht. Er verliert wieder, ja. Oder Nowak hat sich gefangen. Was Rundenzeiten angeht. Wobei hier Schäfer wirklich mal sehr, sehr stark über die Körbs räubert. Das, was du vorhin gesagt hast, ja. Das machen halt alle. Das machen wirklich alle. Ja, das stimmt. Jetzt wieder Anfahrt. Parabolika und er ist dran. Ah, jetzt hat es sehr rausgetragen nicht gut raus. Worden, ja. Fast eine halbe Sekunde ist zu viel. Okay, ja. Ja. Das ist zu viel. Das klappt nicht. Oh. Schäfer bremst aber sehr spät. Na, steckt dann nochmal zurück. Jetzt muss er gut rauskommen. Und er kam gut raus.
Ja, kam gut raus, müssen wir dahinter bleiben. Ich glaube, jetzt wird es langsam etwas Druck ausgeübt auf Marcel Novak. Ja, das ist halt der Vorteil. Er kann halt mit dem Ruf auf jeden Fall später bremsen, ja. Auch wenn es wirklich nur ein Meter zwei ist, ne? Beide wieder ziemlich hart über die Curbs, kommt, geht aber alles gut, keiner dreht sich raus. Schäfer jetzt wirklich wieder nah dran, setzt sich mal, zeigt sich mal. Aber an den wichtigen Stellen, ja, nach Variante Ascari oder hinter Parabolica, reicht es einfach noch nicht. Die muss er noch besser erwischen, wobei die Ascari fährt er eigentlich sehr gut. Ja, wenn man beide mal vergleicht, dann sieht man, dass Novak auf jeden Fall um den Körper rumfährt und Schäfer halt wirklich ja, drüber. Sagen muss, jetzt wird es langsam eng. Weil es wird zum Überholen wird das reichen. Das wird nicht reichen. Nein, er muss die Linie weiterfahren, ganz einfach, weil jetzt verliert er wieder. Er verliert wieder, weil er einfach die schlechtere Linie fährt. Also Novak hat ein bisschen verloren. Wobei er ist jetzt besser dran. 2/10 fährt nicht Windschatten. Das wird er nutzen sollen. Ja. Ja, der hat die Angst in den Beinen, ne? Das stimmt. Bloß kein Fehler machen, bloß im Boxenstoppfenster bleiben. Ja, und er hat ja schon einen Fehler hinter sich, ne? Ja. Den er wirklich zurückgeworfen hatte, anfangs. Und die beiden fahren jetzt wieder auf eine Überrundung auf. Natürlich gut für Oliver Schäfer, weil der Vordermann von Marcel Novak natürlich etwas bremst. Das ist Rotstein. Aktuell auf 12, der Marcel. Ja, Lubo, 60 Runden. Aber wir haben gesehen, man kann sehr, sehr lange hinter einem herfahren im letzten Rennen. Ne? Das war schon sehr interessant. Bei der B sah das schon gut aus. Dann fährt die Kurve ein bisschen anders an. Jetzt kommt er besser raus auf jeden Fall. Jetzt wird er besser rauskommen. Muss auf jeden Fall im Windschatten bleiben, so lange wie möglich. Oh, der verlässt ihn wieder. Ah, er nutzt den Windschatten von Marcel Rotstein. Verliert, aber wird zu langsam sein. Wird nicht reichen. Nein. Der geht viel zu früh daneben. Oder versucht halt irgendwie daneben zu kommen. Da muss man richtig dran sein. Nö, das war Lackaustausch. Muss sein. Das hat aber ordentlich Zeit verloren. Ja. Marc Maxtor, 5 Sekunden, knapp 6 Sekunden Vorsprung. Schäfer, wo jetzt nochmal? Jetzt hat er eine günstige Linie. Oh, Rechtskurve. Ah, hier gab es die Berührung. Um Platz 6 wird es gleich auch wieder interessanter. Martin Ruh fährt jetzt langsam aber sicher immer mehr auf Oliver Taraba auf. Hätte das mal ein bisschen im Auge behalten. Ja, Oliver Schäfer wieder in der Variante Alter, wieder was Zeit verloren. Ja, der trifft die Linkskurve nicht richtig. Holt zwar wieder auf, aber
Ja, das könnte sich noch ein bisschen hinziehen mit den Zweien. Das glaube ich auch. Weil Schäfer einfach mal immer später bremsen kann, ja. Ja, und Novak hat einfach mal den besseren Speed. Hör mal, Martin Ruf drauf. Doch 2,6 Sekunden. Ah, das wird auch noch ein bisschen dauern, also hat vor allem jetzt in dieser Runde einen bösen Bock gehabt da drin und hat da bestimmt 2 Sekunden verloren. Jetzt am Ende der Runde. Dementsprechend ist es, ja, ist der Abstand da wieder größer geworden zu Taraba. Steffi Kreuzer arbeitet sich langsam an Svenny Ostwind heran. Und Olli Schäfer mit einem Fehler. Gerd Mitschi kann vorbeigehen. Olli Schäfer nur noch auf 4. Und hat mal richtig Zeit verloren. 4 Sekunden auf Gerhard Mitschi. Und ja, der ist selber 5 Sekunden von Marcel Novak weg. Da wird sich der Schäfer jetzt mal richtig ärgern. Ja. Aber noch nichts verloren. Noch 43 Runden sind zu fahren. Kann noch einiges passieren. Boxenstoppfenster kommen auch bald. Ja, aber denn gerade bei so einer Rundlänge, da darfst du dir echt keinen Fehler erlauben. Ja? Das macht so viel aus auf einer der langen Strecke. Nicole Harm kommt ziemlich gut ran. Steffi Kreuzer. Glaube ich, langsam ihre Linie gefunden. Kann man mal sehen, was der Audi so auf Geraden leisten kann. Also man sieht, wie schnell der Abstand schwindet auf Svenny Ostwind. Aber hier verliert sie viel Zeit. In der Ascari. Variante Alter. Viel Zeit verloren. Gerade den Vorsprung, den sie auf der Geraden geholt hat, gerade wieder verschenkt. Variante Alter? Ja. Du bist auf der falschen Strecke. Ups, pardon. Dann das Ascari? Ist das Ascari? Ascari, ja, Kurve 8 ist die Ascari, genau. Genau, okay, dann meine ich die. Ich sage jetzt einfach nur Variante A, ja? Variante A. Mit Variante liegst du auf jeden Fall richtig. Ja. Der Steffi Kreuzer versucht, sie kommt sehr gut ran. Also sie saugt sich richtig gut an und merkt man, wie viel Kraft der Audi auf der Achse hat. Ah, aber jetzt müsste sie bremsen. Hat zwar jetzt überholt, aber muss eventuell... Ah, Svenny Ostwind steckt da zurück, damit da nichts passiert. Ja. Das ist halt erstmal Steffi Kreuzer auf Platz 10. Den Damen gönne ich es auch. Also wenn man mal Liga C in der letzten Saison vergleicht, ja, haben es die hier doch recht schwer, muss man sagen. Ja, definitiv. Also ja. Da sind schon wirklich gute Fahrer jetzt hier reingerutscht, sage ich jetzt mal in die C. Ja. Wenn es mal so schaut, ich meine, Oliver Schäfer ist echt mal nicht schlecht, Gerhard Mitschi natürlich auch nicht, Marcel Novak, der eigentlich noch in einer ganz anderen Liga gefahren ist eigentlich, ja, und dann kurzfristig ja hierher gewechselt ist. Und klar, Marc Maxtor, Ron Bellof, der heute nicht fährt, darf man auch nicht vergessen. Da sind schon wirklich schnelle Fahrer dabei und das macht es dem restlichen Feld nicht gerade einfach. Ja. Entweder hat Martin Probleme mit seinem Fahrzeug oder er verliert Zeit. 4,5 Sekunden Abstand auf Oliver Taraba. Ich hatte auch einen Cut bekommen, ne? Tobi Hohn jetzt wieder dabei, wieder aufzuschließen an Martin Ruf. Also im ersten Sektor sah das noch einigermaßen gut aus, aber deutlich langsamer als die Führenden und auch Tobi Hohn, der war
Fast eine Sekunde, ja, nicht ganz eine Sekunde, 8 Zehntel war er schneller jetzt nur im ersten Sektor als Martin Ruf. Und ja, wir sind jetzt gerade im zweiten Sektor, wird man sehen. Vielleicht war auch irgendwo noch ein Fehler dabei, Cut, wie auch immer. Ja, ob er da unter Umständen noch mehr sogar verloren hat, als ihm lieb war. So, 39-0. Nö, nicht mal. Also, ja, da könnten jetzt auch mal so langsam die Reifen nachlassen. 20. Runde. Ja, doch. Kannst du durchaus recht haben. Und diesig, muss ich mal so nebenbei bemerken, ist es eigentlich nur am Himmel, ne? Ja. Sondern auf der Strecke macht sich das nicht so sehr bemerkbar. Es macht sich halt an der, ja, Temperatur, an der Streckentemperatur durchaus bemerkbar. 6, 7 Grad weniger. Ich würde fast behaupten, dass es einfach nur ein Synonym für ein schwüles Wetter ist. Ja? So nach dem Regen vielleicht, also. Naja, trocken bleibt trocken, ne? Ja. Ja, du weißt, was ich meine, wenn es geregnet hat, das höhere Luftfeuchtigkeit Ja. und. Tobi Hohn bleibt dran. Halbe Sekunde noch. Und der Abstand von Gerd Mitschi zu Marcel Nowak, der ist etwa gleich geblieben, aber Oliver Schäfer, der kommt wieder ran. Ja, da geht es also gleich wieder um Platz 3. Ah, die schicken sich, glaube ich, nicht, die drei. Der wird Ja, deutlich klar, profitiert, ne? wenn der Oliver Schäfer da immer mal wieder irgendwelche Fehler einbaut in seinen Rennen. Oh. Aber vielleicht ist auch Taktik, wer weiß das schon, ja? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, hier entscheidet die Flügeleinstellung. Überwiegend. Da wird man auf den Topspeed kommt, auf den Geraden. So, was hat denn Oliver Schäfer? Circa 1,5 Sekunden. Grob geschätzt. Kommt aber sehr gut ran. Also an Gerd Mitschi kommt er wieder sehr gut ran. Gerd Mitschi Fehler. Und in der Rosaletti-Kurve, ja, wie man die nennt. ja, Oliver Schäfer wieder Platz 3. Rettifilo, meinst du, ja? Okay. Rigatoni, genau. Rigatoni, ja. So, Gerd Mitzi Ui. verliert jetzt deutlich Zeit. Ja, das, wenn jetzt Oliver Schäfer keinen Mist baut, dann kann er sich wieder einen Puffer rausfahren, weil irgendwann, wie du schon gesagt hast, lass die Reifen nach und dann wird es auch irgendwann mal Zeit dazu, die Reifen zu wechseln. Marcel Nowak, deutlicher Abstand, 10 Sekunden. Oh, der fährt in die Box. Jemand fährt in die Box. Wer ist das? Harm und Kreuzer. Ah. Ja, und jetzt hat der Olli Schäfer mal wieder ein ganzes Stück wieder aufzuholen. 10 Sekunden noch auf Marcel Nowak wieder. Und die Rundenzeiten werden echt langsamer. Ja. Mittlerweile schon 1,5 Sekunden langsamer im Gegensatz zu den schnellsten Zeiten. Und gleich die nächste Überholung, Martin Ruf. Wird jetzt gleich auf Platz 5 vorfahren. Und ist auf Platz 5. Jetzt kommt natürlich die Frage, kann er wieder kontern durch Bremsen? Nein. Aber sicher Tobi Hohn hinten dran. Ja, Tobi Es Hohn hat jetzt sich. an Oliver Taraba schon dran. Oliver Taraba Fahrfehler. Ja, bleibt aber davor. Der Abstand ist noch groß genug.
Und ja, Martin Ruf holt sich hier zumindest seinen Qualifying-Platz nochmal wieder zurück. Hat lang gedauert, 22 Runden absolviert Ja. für ihn. Also er ist in der 23. Und ja, in der zweiten Runde nach diesem echt bösen Missgeschick da in der Ratatouille, Ja. Sollten die umtaufen, ne? Ratatouille hört sich auch gut an. genau. Na, Oliver Taraba, jetzt leichte Fahrfehler. Ich glaube, jetzt merkt er, dass Tobi Hohn kommt. Ja. Ja, Auto leichter, Reifen schwächer und Tobi Hohn ist viel schneller unterwegs und ich würde mal sagen, Taraba ist da sogar vom Gas gegangen. Ja. Von der Linie runter, Gas gelupft. Ja, der möchte doch sicher durchkommen, ist ihm wahrscheinlich wichtiger. Ob auf 6 oder 7, dann eher nicht so wichtig. Und hier gab es einen Cut auf jeden Fall. Martin Ruf verliert Ja. Platz 5 an Tobi Hohn. Und auch Aber. Oliver Taraba, nein, macht er nicht, traut sich nicht. Ja, wobei man eben gerade ganz schön gesehen gab, wie viel Power der Bentley hat, um sein Geschwindigkeitsverlust wieder auszugleichen. Ja, wobei man muss, darf auch nicht vergessen, Oliver Taraba musste natürlich dann auch ja, zur Parabolika hin dann irgendwo mal Geschwindigkeit wieder rausnehmen, ja, sonst kriegt er ein Problem. Hat er auch beinahe, denn es hat ihn sehr weit rausgetragen. So, und die Damen, glaube ich, haben jetzt ein wenig taktiert, dadurch, dass sie beide in der Box waren. Relativ früh, oder? Ja. Die fahren noch nicht zweimal rein. Oh, Steffi Kreuzer ist abgeflogen. Ja. Novak verliert weiterhin auf Schäfer. Mittlerweile wieder eine Sekunde weggeknabbert von dem Ganzen. Und nur noch, ja, 8,5 Sekunden, 8 bis 9 Sekunden hinter Novak dann zu finden. Aber wie gesagt, der wird sich ärgern. Ja. Hätte eigentlich wahrscheinlich gerade schon die ganze Zeit schneller fahren können, weil er halt irgendwo später Oh, bremsen Abflug. konnte. Tobi Hohn. Eieiei. Und Er das hat. sieht nicht gut aus, wenn er da steht. Nein. Es war Ja, es kommen Diascari. jetzt natürlich noch Fahrzeuge. Jetzt muss er natürlich noch gucken, dass er zumindest vor Jänicke bleibt. Kann jetzt erst wieder Gas geben. Jänicke wird vorbeigehen. Auf jeden Fall. Und jetzt hat er natürlich Platz nach hinten. Aber eine Menge Plätze verloren. Tobi Hohn wird jetzt gut abgeben müssen, weil der hat auf jeden Fall einen Lenkungsschaden. Das sieht man ganz deutlich. Ja, zwar Lenkradfahrer, aber man sieht, wie das Fahrzeug so ganz leicht nach links geht, wollte ich sagen. Und ich denke, der wird auch sofort in die Box anfahren jetzt. Ja, ich glaube, das muss er. Ich meine, Lenkrad, wie du es schon mal gesagt hast, kann man das eigentlich ganz gut ausgleichen, aber das Fahrzeug, ja, wird halt nicht mehr so beherrschbar. Wir holen in der Tja, Box. damit Tobi Hohn raus um den Kampf oder aus dem Kampf um Platz 5. Martin Ruf bekommt ihn dann mal geschenkt, diese Platzierung, die er eigentlich gerade noch wieder verloren hatte nach seinem Cut. Ja, und Oliver Taraba, der denkt sich, okay, ich habe zwar gerade einen Platz so gesehen verschenkt, aber da habe ich ihn wieder, alles gut. Der ist wahrscheinlich im Plan. Ja. So, Tobi Hohn, könnte jetzt sein, dass er auf Platz 9 zurückfällt. Aber das wird passieren, auf jeden Fall. Und Gerd Oh. Mitschi auf Platz 4 geht in die Box jetzt rein. Und das ist mit Sicherheit ein geplanter Marcel Boxenstopp. Rothstein-Angriff ist jetzt auf Platz 8 vorgezogen. Oh, der nächste Dadurch Abflug. natürlich hat Olli Schäfer jetzt richtig Platz nach hinten hin. Da muss er sich gar keine Gedanken mehr drum machen. Ja. Mitschi wird auch noch den Platz verlieren an Martin Ruf, nämlich jetzt und auch
Nein, Oliver Taraba geht in die Box. Der bleibt auf 6, beziehungsweise verliert den auf jeden Fall an Daniel Jenike. Jetzt gehen halt doch die regulären Stops so langsam los. Ja. Sehr früh, wie ich finde. Wobei, du kannst natürlich sagen, okay, ich fahre den Tank leer, ja, und fahre meine Reifen runter und gehe dann tanken und Reifen wechseln oder aber halt andersrum, mach das Ganze halt ein bisschen früher. Frage ist halt, wie es besser ist, ne? Weil jetzt musst du halt sehr, sehr lange mit den Reifen draußen bleiben. Das stimmt. Nichts verlässt die Box. Oliver Taraba steht noch, aber er hat noch genug Puffer, also zum Tanken und Rausfahren wird es auf jeden Fall reichen. Und es scheint so, als würde er tanken. Da steht auch schon einige Zeit. Sollte aber jetzt langsam losrollen, damit er nicht den siebten Platz findet und er fährt los. Naja, da müssen noch ganz andere an die Box. Ja. Marcel Rutschmann bleibt draußen. Sven Joost findet ebenso. Tobi Hohen, der hat einen Einschlag gehabt. Auch schon wieder draußen. Ja, und durch die ganzen Boxenstops jetzt hier, das Ganze schön verteilt auf der Strecke. Also im Moment passiert nichts. Ja, jetzt werden die Fahrerinnen und Fahrer erstmal in Ruhe ihre Runden drehen können. Bis das Ganze wahrscheinlich wieder ein bisschen enger wird, wenn dann die nächsten Stops anstehen. Für diejenigen, die halt noch nicht drin waren. Interessant ist halt, wann kommt Schäfer rein, wann kommt Novak rein. Ja, kann Schäfer vielleicht nochmal, oh, der jetzt hier auch noch einen Bock geschossen hat, mal wieder seinen dritten, nicht ganz so krass, aber ja, Fehler. Fehler bleibt Fehler. Dadurch knapp 2 Sekunden verloren auf Marcel Novak. Die ganze Arbeit wieder weggeworfen, so gesehen. Das stimmt. Oh, Oliver Schäfer trägt es raus in der Parabolika. Tja. Ja, Verbremser. Bleibt auch draußen. Martine Ruf jetzt auf Platz 4. Was ist da denn passiert? Wahrscheinlich durch den Boxjob von Mick G. Profitiert. Tja, kommt Schäfer jetzt schon in die Box und der wird sich mit Sicherheit dann noch doppelt ärgern, könnte ich mir sogar vorstellen, denn ja, Gerhard Mitschi war ja vor ihm, der hat eigentlich gute Runden hingelegt und auch einen vernünftigen Boxenstopp, das hat bei ihm ganz gut funktioniert auf jeden Fall und ja, den aktuell dritten Platz wird er mit Sicherheit dann auf jeden Fall wieder verlieren, nachdem er hier selber nicht gerade ein Glanzstück auf die Strecke Parkett, gebracht hat. Also ja, also er ist eigentlich ist er wirklich gut unterwegs, muss man sagen. Er spielt sich da selber halt einen Streich, könnte man fast meinen. Und er bleibt weiter draußen. Martin Ruf, Abflug. Boah, Variante Ascari und gab es auch noch einen bösen Einschlag.
Jetzt muss er erstmal wieder den Weg auf die Strecke finden. Und Jeneke, der fährt jetzt die Askari gleich an. Der kommt auch gut durch. Da wird wohl der Martin Ruf gleich seinen Boxenstopp vorziehen müssen. Da wird es auch eine schöne Reparatur noch geben. Oh ja. Obendrauf. Und Ja. er macht es auch direkt. Klar, Jeneke dadurch vorbei. Also da kann man jetzt schon mal einen Strich drunter setzen. Gerd Mitschi könnte etwas enger werden. Je nachdem, wie lang wirklich die Standzeit ist. Aber die ist relativ lang, wenn man den Tank wieder komplett voll machen muss, fast. Also von daher, Martin Ruf müsste eigentlich auch wieder dahinter fallen. Zumal die Reihenfolge vor dem Boxenstopp von Gerd Mitschi ja eh anders war. Gerd Mitschi war zu dem Zeitpunkt auf 3, holt sich dann jetzt auch in dem Moment zumindest Platz 5 erstmal wieder. Ohne steht immer noch sehr lange. Ne? Kann das sein, dass er gleich wieder auf Platz 7 zurückfällt, wenn ihn Oliver Taraba einholt? Oh, steht sehr lange. Ja, was auf gar keinen Fall mehr gehen wird, ist Oliver Schäfer gegen Marcel Novak, also Kampf um Platz 2. Das wird wohl erstmal nichts mehr. Hat er sich selbst verbaut, dieses Duell. Und davor muss man aber sagen, wahrscheinlich auch nicht so viel im Bild gewesen, weil es halt noch nicht, ja, weil es nicht wirklich zu spannenden Situationen da vorne gekommen ist. Vielleicht passiert aber noch was, denn Marcel Novak nur noch, ja, 7,5 Sekunden hinter Marc Maxtor. Also, der konnte zwar im ersten Drittel hier sich da erst gut absetzen, aber hat jetzt in den letzten Runden auch doch durchaus was verloren. Und verliert immer noch Zeit. Jetzt war er wieder ein bisschen raus, aber das liegt einfach nur da geraden. Jetzt wirklich die Frage, ja, muss Marc Maxwell jetzt langsam in die Box zum Reifen wechseln? Naja, Novak auch genauso. Ja. Oder fahren die zum selben Zeitpunkt rein und warten eigentlich nur gegenseitig ab, wann der eine in die Box fährt? Ja, 29 Runden oder beziehungsweise in der 30. Runde ist jetzt auf jeden Fall Halbzeit und Maxor kommt jetzt hier. Ausgang Parabolika, der bleibt doch weiter draußen. Ja, ein paar Runden, klar, gehen da auf jeden Fall noch. Also die machen den Tank hier leer, würde ich mal fast vermuten, und gehen dann erst rein. Novak genauso. Na, Schäfer hat sowieso noch ein paar Meter. Mittlerweile der Abstand auf Marcel Novak im Übrigen auf 18 Sekunden angestiegen, halt durch diese, ja, Fehlerorgie, die er da vorhin da mal hatte. Seitdem geht es jetzt scheinbar wieder, aber ja, einfach so viel Zeit verloren und er macht halt jetzt auch im Moment einfach keine Zeit mehr gut. Wo es auf jeden Fall noch ein bisschen enger zugeht, aber auch noch nicht wirklich zu Angriffen kommt, ja, weil keiner irgendwie eine saubere Linie hinbekommt, habe ich das Gefühl. Ist ja Platz 6, 7 und 8, die sind ja zurzeit jeweils immer so 2,5, 3 Sekunden auseinander, aber das ist was auf der Strecke, also was die Strecke jetzt angeht, sind die drei wirklich noch am engsten zusammen. Oliver Taraba, Martin Ruf und Marcel Rothstein. Also ziemlich den gleichen Abstand zueinander. Ja, Von würde ich Martin auch Ruf sagen, aus ja, gesehen. 2 bis 3.
Hallo, Taraba, 3 Sekunden. Marcel Rothstein, 2,4 Sekunden auf Martin Ruf. Ungefähr identisch vom Abstand her. Also die haben den gleichen Puffer. Aber irgendwann, wie du schon gesagt hast, wird dann in die Boxfahrt müssen. Martin Ruf wahrscheinlich eher nicht. Es könnte aber auch sein, dass er Aero-Schaden hat. Seine Motorhaube ist ein bisschen verbeult. Na, der war ja gerade drin. Nee, war er nicht. Der war am Anfang drin. Ganz am Anfang war er drin. Der war am Anfang, ja. Aber ich glaube, da wird er keine Reifen gewechselt haben. Nee, so früh macht das natürlich keinen Sinn. Es gab generell sehr früh schon Boxenstops, ne? Durch diverse Abflüge. Geplant oder ungeplant, ja. Ja. Und der Abstand zwischen Maxo und Novak, der wird nicht kleiner, der wird nicht größer. Hat sich jetzt wieder eingependelt. Maxo halt immer noch auf 1. Seine beste Runde im Übrigen 1,45,8. Und das schnellste, was Novak gefahren ist, 1,46,0. Maxo bleibt draußen, Novak auch. Schäfer auf 3. Schnellste war 1,45,5. Also eigentlich noch der schnellste von dreien, von allen dreien, ja. Zumindest was jetzt diese eine schnellste Runde angeht. Aber halt nicht der konstanteste, leider Gottes, wird er sich selber sagen. Da wäre dann wohl mehr ja, drin gewesen. Hat man ja, ja auch schon gesehen, Fall, ja. Als er direkt an Novak dran war. Der Ruf kommt ganz langsam ran. 1,2 Sekunden nur noch. Eine Zehntelsekunde schneller geworden. Oh, ein Verbremser. Der stellt sich auch selbst ein Bein, ja? Ja. Zu spät gebremst. Ja, das gibt halt dann Marcel Rothstein, vielleicht die Möglichkeit, ne? Ja, oder die wechseln sich einfach ab, ja. Ja, ich gehe jetzt immer so ein bisschen spannender im Stream, ja. Das war ich mal ein Fehler, jetzt genau. Warst du mal ein Fehler, ja. Ja, bei Marcel Rothstein, gucken wir mal aus seiner Sicht ein bisschen zu. Aber ich glaube, jetzt macht sich schon die Konzentration. Und Fehler von Oliver Taraba, Martin Ruf dahinter, er hat jetzt gerade mal eben Platz 6. Marcel Rothstein wird sich das jetzt auch nicht nehmen lassen. Ah, wobei, da hat der Oliver jetzt auch schon wieder Speed aufgenommen und gleich muss auch schon wieder angebremst werden. Curva del Vialone, Variante Ascari. Kommen alle drei sehr gut durch. Und die Abstände bleiben. Aber Rothstein nur 0,6 Sekunden dahinter und macht auch etwas gut. Da kam die Ascari etwas besser raus. Jetzt hier nicht so gut durch die Parabolika. Da hat er wieder was verloren und zwar ordentlich. Schon Wahnsinn. Also er hat jetzt wirklich fast eine halbe Sekunde in nur dieser einen Kurve verloren, ja. Auf Oliver Taraba. Weil ich jetzt sagen muss, jetzt macht sich ja langsam die Konzentration bemerkbar. Ja. Wenn die Strecke ich ist... weiß nicht, ob das jetzt erst kommt, weil, wie gesagt, manche hatten ja schon in Kurve 3, 4, 5 dann ihre Probleme mit scheinbar. Ja. Ja. Das stimmt. Man weiß es nicht. So einfach die Strecke ist von der vom Layout her, ja, umso anstrengender ist sie dann, jedes Mal seinen Bremspunkt unter hohen Geschwindigkeiten zu erwischen. Geschweige denn den Einlenkpunkt, wie man das jetzt hier sieht. Ja, und Rothstein hat wirklich sehr gut getroffen und kam sehr gut durch die Kurve. Taraba, der hat etwas früher gebremst auch. Ja, Fehler Rothstein. Oh, und er steht. Oh! Marcel Rothstein wurde getrennt. Jawohl.
Ja. Ärgerlich, das könnte ein CE oder sowas gewesen sein, ne? Ja. Magst du in der Box? Marcel Novak Novak auch. auch, ja. Oliver Schäfer wird jetzt wahrscheinlich auch in die Box fahren müssen. Oder er probiert's und fährt noch eine Runde. Parabolika auf jeden Fall jetzt. Ja, sehr, eigentlich recht gut. Aber wie gesagt, lange geht das sowieso nicht mehr. Ja, Und also er bleibt draußen, übernimmt dann erstmal die Führung. er macht's erstmal richtig. Jetzt erstmal wieder Ich schön ein weiß bisschen nicht, ob Abstand es wirklich richtig rausfahren. ist. Ja, wobei, er macht's. Der Gedanke ist nicht schlecht, ja. Jetzt erstmal wieder Abstand rausfahren, dass das für den Boxenstopp reicht und eventuell sogar vor den anderen rauskommen. Und mein Hut ist nicht mehr da. Und ja, es war in der Tat ein CE-Fehler. Und sowas ist echt einfach mal bitter. So, Maxtor Novak immer noch in der Box. Oliver Schäfer hat fast eine Und halbe Runde Jänicke. Vorsprung. Ja, Novak fährt weiter. Maxtor ist wieder auf der Strecke. Jänicke kommt von hinten. Und eine Gelbphase. Kann auch nicht Gas geben. Und da gibt es. Positionslenica auf 3, Novak auf 4 zurückgefallen. Ja, jetzt ist der Oliver Schäfer endlich mal im Genuss, das Rennen anzuführen. Er wird sich auch freuen und denkt sich, ja, jetzt muss ich ja vielleicht dann doch auch mal tanken. Ja, der guckt ja auch auf diese Nadel und wird dann sehen, das wird immer weniger. Da haut er wieder über die Körbs drüber. Ja, aber Wir es. könnten die Abstände zeigen oder wir könnten sie sagen. Ja, also Zeigen Olli kann ich sie Schäfer nicht hat mehr, leider. 38 Sekunden auf Max noch im Moment Vorsprung. Aber wir wissen, der muss auf jeden Fall gleich noch in die Box. Max Dohr ist 4 Sekunden vor Daniel Jenicke. Nur, muss man ja fast sagen. Und Jenicke wiederum 2,5 Sekunden vor Marcel Novak. Sprich, Novak war eigentlich noch etwas schneller als Maxtor in der Box, ja, beim Service. Vielleicht 2 Literchen weniger tanken müssen, wie auch immer, man weiß es nicht. Und ja, könnte noch mal interessanter werden, das Ganze. Na, vorher etwa 8 Sekunden zwischen Maxtor und Novak Unterschied. Jetzt sind es um die 6,5 bis 7, je nach Streckenposition gerade. Oh, ist das wieder rausgeflogen? Kurve 3 und 4. Oh, ich denke schon, wieder jemand rausgeflogen. Komm, hör mir auf. Dann sag wenigstens abgeflogen. Dann muss ich nicht sofort Angst haben. Okay. Ja, das stimmt. Du bist ein bisschen dumpf. Von der Stimme her. Ich höre mich dumpf an. Ja, Ja. ich weiß, ich bin ja auch dumpf. Nein. Hey, jeder ist ein bisschen bluner. So, Oliver Schäfer hat Manchmal. jetzt einen Vorsprung von fast 40 Sekunden. Die Ja, Frage, hat aber wird er eine noch. Überrundung. Hat ihn so ein bisschen aufgehalten, kurz, aber wie gesagt, der muss eh an die Box und verliert die 3 Plätze wieder. Also da muss man sich nichts vormachen. Selbst wenn du jetzt durch diese, ja, 2 Runden, die du vielleicht mehr fahren kannst, am Ende dann 5, 6, 7 Liter weniger tanken kannst, trotzdem, das reicht dann nach hinten raus eben um Länge nicht. Dafür hätte er sich die Fehler sparen müssen, einfach mal. Ja. Dann hätte er jetzt mit Sicherheit Platz 2 holen können. Ja, er war ja, ja bevor er seine Fehlerorgie da hatte, hinter Novak relativ nah dran und. Ich denke, durch den Boxenstopp jetzt, durch den langen Stint, durch den langen ersten Stint, hätte er sich durchaus dann auch Platz 2 holen können, wenn er Ja. das nicht auf der Strecke geschafft hätte. Er probiert's aber, also er bleibt noch draußen. Ich warte, er hält jetzt seine 38 Sekunden. Marc Maxo hat noch das komplette Feld zum Überrunden vor sich. Was haben wir denn da? Eins, zwei, drei, vier Fahrzeuge muss er noch überrunden. Und Oliver Schäfer hat so ziemlich fast freie Bahn.
Und die Zeiten von Schäfer 1:47.445 in der letzten Runde gegen 1:47.440 von Max Thor. Also, ja, 5000stel helfen da auch nicht wirklich. Interessant, 1:46.995 von Novak. Und das ist eigentlich das Duell, worauf Oliver Schäfer halt ein bisschen mehr achten müsste. Wenn er da jetzt zu viel Zeit verliert, ja, dann hat er keine Möglichkeit mehr, wirklich da an Platz 2 dann nach seinem Stopp ranzukommen. Jeneke darf er nicht vergessen, der ist zwar jetzt in der Box, aber der spielt da auch noch eine Rolle. Wenn man überlegt, man verliert so locker 7, 8 Sekunden bei der Einfahrt, dann mindestens 16 Sekunden, da sind wir schon bei 24 und dann vielleicht nochmal 7 bis 8 Sekunden zur Ausfahrt plus Beschleunigung. Ja. Also da könnte der Abstand gerade so reichen, Oliver Schäfer in der Box. Ja, und es ist natürlich jetzt noch ein weiter Weg für Max und Novak, aber wie gesagt, die gehen auf jeden Fall vorbei. Interessanter ist dann schon eher Jeneke wieder. Gerd Mitschi auf 4 aktuell nach dem Boxenstopp von Jeneke. Und was auch interessant ist, auch wieder mal, auch in dieser Runde, ja, hat Marc Maxor gegen Marcel Novak Zeit verloren. Da sind es nur noch 5,7 Sekunden. So, die beiden, die holen sich jetzt auf jeden Fall Platz 1 und 2 erstmal zurück. Schäfer steht noch. Steht aber Ja, sehr, sehr lange. interessanter. Ja, wie gesagt, interessanter ist jetzt Gerd Mitschi. Fährt raus, hat 15 Und Sekunden verloren. dann reicht das aber auch locker für Platz 3. Ist ja noch ein paar Ründchen zu fahren. Ja, Marcel wir Novak und sind gerade Max mal in Thor. der 37. Ja, Also. ein paar Ründchen sind's noch. Ja, liegen gelassen kann man ja nicht sagen. Leider. Wenn man wenigstens sagen könnte, du hättest die Punkte liegen lassen, dann könntest du dich aber dich selber ärgern. Aber so mit einem CE-Fehler ist es einfach nur zum Brechen. Ja. Das ist immer wieder ärgerlich. Aber gut, ja, das. Ja. Kann man mittlerweile schon gar nicht mehr entschuldigen, so wie das eigentlich bei dem Spiel auftritt. Ja. Ja, wobei, ich sag jetzt mal, ein CE-Fehler, ich weiß nicht, klar, ein CE-Fehler im Vergleich zu anderen Spielen hat man hier wiederum häufiger. Ja. Allerdings, wenn diese Lobby ja jetzt ganz stabil normal läuft, ja, dann hast du wahrscheinlich genauso häufig ein CE-Fehler wie in anderen Spielen jetzt ein Verbindungsabbruch. Das stimmt. Ja. Und in der Regel laufen die Lobbys ja auch stabil. Ja? Nur halt jetzt mit dem ganzen PSN-Driss, sage ich einfach mal auf gut Kölsch, auch wenn ich kein Kölner bin. ja, hat man natürlich so das Gefühl, dass es echt extrem schlecht läuft, insgesamt gegenüber anderen Spielen. Und ja, das Gesamtbild, das prägt halt die Meinung. Es hat zumindest erstmal den Anschein, als ob Marc Maxter sich erstmal behaupten kann. Ja, ich denke, er wird auch gemerkt haben, okay, er verliert so viel, er muss irgendwo wieder ein bisschen pushen, ja, damit es halt nicht dann doch irgendwo wieder enger wird. Novak vielleicht auf den Gedanken kommt, dann selber noch ein bisschen, meine nicht, 2, 3% wieder mehr rauszuholen und dann er die Möglichkeit dann hat, letztendlich dann ranzufahren. Also, Max Thor kontrolliert das durchaus.
bei Max jetzt genau wieder zum richtigen Zeitpunkt an einen Überholenden kommt, einen zu Überholenden kommt, um sich den Windschatten zu nehmen. Ah, bist wieder besser. Wahrscheinlich jetzt. Nicht ganz passend. Ah, ich bin wieder besser, okay. Ja. Ja, das ist das PSN, ne? Ja. Das macht auch manchmal Partys einen Strich durch die Rechnung. So, Olli Schäfer, kann man ja mal so sagen. 20 Sekunden hinter Marcel Novak. Ja, die drei da vorne, die haben ja ihren Stop da erfüllt. Das ist alles in Ordnung. Und Gerhard Mitschi 19 Sekunden hinter Schäfer. So, Max Thor hat, ja, wie gesagt, seine Pace wieder einigermaßen gefunden, so wie es ausschaut. Vorhin waren es noch 5,5 Sekunden Vorsprung. Nur, die konnte ein bisschen jetzt wieder ausweiten auf 6,5 gegenüber Marcel Novak. Das scheint also wirklich alles safe und so, dass er das kontrollieren kann. Und ich möchte mich mal wiederholen. Ich habe gesagt, Mercedes-Benz, SLS, AMG ja, und Bentley Continental GT3. Das war so meine Prognose. Und ich glaube, ich liege da ganz gut mit. Ja, glaube ich auch. Weil über Schäfer immer noch Zeit verliert, ne? Mitschi hat sich jetzt fast eine Sekunde geholt. Das kann doch alles passieren. Taraba, 3-4 Sekunden Abstand auf Martin Ruf. Robert Berg auf 12 zwar nur, klar, aber der will ja auch sein Rennen irgendwie beenden. Gerade extreme Schwierigkeiten gehabt in der Curva del Violone oder wie es auch immer heißt. Auf jeden Fall vor der Ascari die Kurve. Ja. Ja. Dieser, ja, ich finde den auch ziemlich ätzend, diesen Linksknick halt, also diese Schikane generell. Ich finde sie, ja. Man könnte eigentlich auch ein bisschen sanftere Kurven hier einbauen. Zumindest die Curbs. Geht ja. Ja, so. Ja. Und ja, wie gesagt, extreme Schwierigkeiten gehabt. Ich hätte auch einfach sagen können, Kurve 7, oder? Es ist Kurve 7, natürlich. Ja, man, Italienisch, ne? Das wird auch nichts mehr in diesem Leben. Also von daher. Macht dir nichts draus, wenn man auch nicht. Ja, deswegen gut. Ist hier Rigatoni schon gar nicht so schlecht, ja. Mhm. Spaghetti, Pizza, ja, Pasta. Ja, perfektes, ja. Italienisch. Nur, dass wir nicht mit Pasta-Raketen fahren, ja. Oh, Steffi Kreuzer, Einschlag. Gegengeradischer Ziel. Ist natürlich jetzt bitter. Svenja Ostwind profitiert dadurch. Holt sich Platz 10 wieder einmal zurück. Für Steffi Kreuter ist es noch ein bisschen zu weit. Na Quatsch. Und Fahrzeug hat natürlich auch ordentlich gelitten dadurch, ne? Ja, jetzt wird wieder ein Zwangsstopp werden bei ihr. Oh ja. Gut möglich, ja. Schön zerbeult die Front. Ja, sie fährt rein. Das könnte, je nachdem, wie lange das denn jetzt wirklich dauert bei ihr, sogar nochmal interessant werden für Robert Berg. Nee, könnte es nicht, weil Robert Berg leider eine Runde zurück ist. Also, okay, erstmal dieser Abstand. Gut, klar, Berg wird den verkürzen, aber Steffi Kreuzer behält ihren Platz dabei. Ja. Da wird nichts mehr passieren, nee. Dennoch ärgerlich. Ich meine, sonst kam sie eigentlich ganz gut durch. Klar, sie ist jetzt da nicht, macht da keine Weltmeisterzeiten, ja. Aber dennoch, bis dahin sah es eigentlich ganz sauber für sie aus. Mhm. Auf einer Strecke, wo man echt mal ja gerade bei den Curbs, bei der ein oder anderen Schikane echt aufpassen muss.
Und dann Variante Ascari, Ausgang. Wahrscheinlich den Körb innen, ja, falsch getroffen und tritt sich raus. Einmal zu viel Gas und dann kann es schon gewesen sein. Oder zu früh aufs Gas gegangen. Und die Kurve ist halt echt tückisch. Oder über zu hart über den Bordstein gefahren. Da kann ja alles passieren. Ja. So, Oliver Schäfer, muss man auch mal wieder sagen. Da vorne tut sich gerade nicht wirklich viel. Der verliert weiterhin Zeit gegenüber Marcel Novak, mittlerweile schon 21,8 Sekunden. Und Novak hat wieder ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, was gut machen können. Gerade war der Abstand schon über 8 Sekunden, also bei 8,2, 8,3. Jetzt schwankt es wieder ein bisschen nach unten, 7,9, 8,0, ja, in dem Bereich. Ja, Oliver Teraba versucht, also hat sich wieder ein bisschen an Martin Ruf rangearbeitet. Abstand ungefähr eine Sekunde. Sehr gut gerade rausgekommen durch unsere Regatoni, ja. Kurve. Kurve 3 und 4. Eine Sekunde Abstand, ja. Martin Ruf hat, entweder hat Martin Ruf Probleme gerade wieder seinen Rhythmus zu finden. Oder aber Oliver Tahaber sagt sich jetzt, ich gebe jetzt ein bisschen Druck drauf. Wobei er ist ja sehr defensiv gefahren, das ganze Rennen über. Er hat ja vorhin Platz 6. Mehr oder weniger genau an dieser Stelle. Ist er von der Ideallinie runter. Na, da war er wieder. Und Einschlag. Tja, so viel dazu, dass er ja vielleicht ein bisschen mehr Druck machen könnte jetzt. Hat er selbst so viel Druck gemacht. Essig. Martin Ruf, der strahlende Sieger, kann sich wieder ein bisschen Luft rausholen. Strahlender Sieger. Ja, nicht ganz. Zumindest hat er jetzt bis jetzt schon mal 10 Pünktchen, ne? Oder Taraba? Und Taraba wird nicht an die Box fahren. Ob das eine kluge Entscheidung war? Ja. 19 Runden jetzt. Und das wird nicht unerheblich sein, was er da abbekommen hat. Oh, Marc Maxtor! Getriebeschaden. Somit Marcel Novak auf 1. Tja. Das ist ärgerlich. RCM Racing 0 Punkte für das ganze Rennen. Richtig bitter. Richtig bitter, weil es war eigentlich genau die Antwort, die man ja da geben muss, ja, wenn nur ein Fahrer antreten kann. Und dann kommt wieder so ein Ding. Das ist echt ärgerlich. Ja, Berti, hast recht. Wir können das aber auch bald ohne App, wenn wir das wollen. Ja, können wir. Und das für Umme. Und das für Arbeitszeit, ja, die da investiert wurde. Also, neues Klassement, Marcel Novak 1, Oliver Schäfer auf 2, Michi auf 3, Jenike 4, Martin Rufer 5, Oliver Taraba 6, Tobi Hohn 7, Ostwind auf 8, Nicole Harm 9, Steffi Kreuzer 10, Robert Berg 11. Zwei Ausfälle müssen wir leider vermelden, ja. Das ist wirklich, ist für jeden immer wieder das gleiche Ärgernis. Und ja, einfach nur schade, weil man steckt hier so viel Zeit rein und dann haut es nicht hin. Im entscheidenden Moment. Ist Marcel Rothschild und Marc Baxter beide getrennt worden. Ach, ist bitter. Aber das ist jetzt. Der Glückspilz jetzt Oliver Schäfer eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. So, und Oliver Taraba hat sich das dann doch überlegt. Der war jetzt gerade in der Box und hat sich mal, ja, mal ein bisschen was an Tape aufs Auto kleben lassen, ja, sodass die ganze Plastik irgendwie, das ganze Carbon wieder zusammengepappt wird, zusammengehalten wird.
Ich finde das ja in manchen Rennklassen, ja, wo sie es ja wirklich so machen, recht interessant. Da reißen da wirklich halbe Teile vom Auto ab und dann wird es zumindest irgendwie wieder zugetaped, ne? Das ist schon wirklich witzig. Hauptsache die Aerodynamik stimmt. Ja, dass die Aerodynamik so ein bisschen erhalten bleibt, genau. Natürlich jetzt natürlich, ne? Zwei Ausfälle. Nochmal zwei Fahrer weniger. Macht die Karte dann ein bisschen mau, ne? Ja, Mike, immer die Führenden. Na, ob es jetzt wirklich immer die Führenden trifft, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn du der Meinung bist, dass es wirklich so der Fall ist, ja, weißt du, dass du nicht mehr Erster sein darfst, sondern immer bis zum Rennende warten musst. Das ist natürlich jetzt Ironie. Und ich frage mich gerade, wie man auf die Idee kommt, warum man denn einen Moderator sehen muss. Ja, im Fernsehen sieht man ja auch nicht unbedingt den Moderator hier dauerhaft bei so einer, ja, Übertragung von irgendwelchen Rennsportserien. Ja, C-Fehler. Kamera wäre zwar da, aber ich glaube, man will das gar nicht sehen. Ja, man will ja das Wer Rennen sehen. will dich denn Also, schon sehen? Ja? ja, richtig. Wer will dich denn auch schon sehen? Wer will uns eigentlich sehen? Ja? Ich Die bin nur der Co-Moderator. Das wird Stimme muss sowieso jetzt reichen. technisch. Die Stimme Das will man muss technisch reichen. auch. Ja, natürlich, aber. Klar, technisch ist alles möglich. Ne? Das geht. Aber wie gesagt, beim Rennsport, wann sieht man denn da schon mal Moderatoren? Doch eher selten. Außer wenn sie Die muss mal man hier nur hören. durch den Parc Fermé durchlaufen, ne? Und vorher die Rennfahrer am Toilette gehen hindern, ne? Wie es bei der Formel 1 mal war, mit Nico Rosberg. Und Kai Ebel, der unbedingt noch ein Interview haben wollte. Ja, und er da einfach trocken gesagt hat, ja, ich muss jetzt aufs Klo, ja? Ich habe jetzt keine Zeit. Ja? Nee, will man nicht sehen. Ja? Moderatoren will man auch nicht sehen. Hören reicht. Hey, also ich bilde mir da auch nichts ein. Nee, nee. Nein. Oliver Zaraba überrundet gleich seinen Teamkollegen. Ja. 7 und 8, eine Runde Abstand. Auch witzig, ne? Beim Durchschalten. Ja, Schaltest zurück und durchaus. Bist ein Auto weiter vorne, ja. Ist der Taraba denn überhaupt noch in der Lead Lap? Weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, Nein. auch nicht mehr. Okay. Nee, er kommt jetzt in Runde 45 rein. Also, 46. Nee, Marcel Novak ist schon. Da gab es nämlich sowieso schon die Überrundung von Taraba an Ostwind, Ja. also. Nee, also Da wird es dann nochmal eine geben. die das Rennen führen, sind Oliver Schäfer und Marcel Novak. Also, die hängen in der. Ja, fast in der gleichen Runde. Abstände unterschiedlich, aber. Die sind auf jeden Fall noch nicht überrundet worden. Na, Martin Ruf, Jenike, Michi, die sind alle in der Lead Lap noch, alle in der Ja. Führungsrunde. So, jetzt. Ostwind hat Platz gemacht. Wie sich das gehört. Ja, alles für den Club. Gespannt. Vielleicht habe ich so Hamsterbäckchen. Die Hamsterbäckchen sieht man hinter meinem Bart gar nicht. Ja? Vielleicht hat ja der Joey, also ich habe mich ja, muss ich ja auch mal sagen, ne, so mal am Rande. Ich hoffe, du hast das geändert mittlerweile. Ich habe mich ja richtig erschrocken, als ich letztens die Fahrer durchgeswitcht bin, weil ich die ganzen Fahrernamen oder die PSN-Namen brauchte. Als ich dann plötzlich dein Fahrerprofil aufgemacht hat und ein Riesenbild über den ganzen Bildschirm hat mich auf einmal blöd angeguckt. So ein,
So ein Joey Nikolaisky, der so, so lustlos aus der Wäsche raus reinguckt, ja. Oh, Oliver, das finde ich aus dem Fan seinen eigenen Teamkollegen rein. In der Parabolika. Das ist ärgerlich. Leute, und der war gerade erst an der Box, um einen Schaden reparieren zu lassen. Oh. Und das war mit Vollgas rein, also. Moderator mit Foto. Ja, das solche Dinge können wir alles einbauen bald. Ja, also. Wir können bald einen Sammelthread machen zur Verbesserung des Streams. Ja. Außer wenn jetzt von der PlayStation 4 direkt gestreamt wird. Da natürlich nicht. Ah, was ich jetzt sagen wollte, das ist das Stalker-Abwehrbild, ja? Das ist extra so groß, ja? Dass Leute wie du nicht einfach in meinem Profil rumstalken können, ne? Ach so. Big Joey is watching you. Hast du es geändert, ja? Nee, ich hab's rausgenommen, ja. Ich wusste nicht, wie groß es war. Ja, ich wusste nicht, wie groß es war. Ich hab's einfach reingemacht. Ich hab mir die Abmessung nicht angeguckt von dem Bild. Oder wir begrenzen das vielleicht noch. Ich nenne dir morgen mal Abmessungen. Ja. Ich würde mal so tippen, 200 mal 200, das reicht locker für so ein Profilbild. Ach, können wir auch mal gucken. Wie gesagt, wir machen mal so ein Thread, ja, für Verbesserung. Also wenn der erste Stream mal über den PC gelaufen ist und ja, dann machen wir mal ein Thread, wie es gefällt, was verbessert werden kann, wie auch immer, solche Dinge. Dann macht Sinn, vorher sowieso nicht. Ja, aktuelles Geschehen. Ich meine, da vorne hat sich nicht viel getan. Marcel Novak klar 1, Schäfer 2, Jenike 3, Michi 4. Da passiert nichts. Da ist nicht irgendeiner auffällig schnell, um Himmels Willen. Nee, der Schäfer verliert sogar weiterhin Zeit. Der ist mittlerweile 25 Sekunden hinter Marcel Novak. Und der Daniel Jenike hat 20 Sekunden Abstand zum Oliver Schäfer. Also, da müsste schon wirklich was Außergewöhnliches gleich mal passieren, damit es nochmal irgendwie da vorne interessant wird. Ansonsten, auch der Rest auf der Strecke hat sich da wirklich, ja, schön verteilt, könnte man sagen. Ja. Wo es ein bisschen enger ist, ist halt Gerd Mitschi und Daniel Jäcke. Aber selbst da sind es, ja, ich würde mal sagen, rund 500 Meter, die auseinander liegen, könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar noch mehr, also fast 4 Sekunden, 3,5 bis 4 Sekunden sind es da. Aber die fahren halt auch relativ konstante Zeiten beide. Gerd Mitschi war zwar jetzt durchaus langsamer unterwegs in der letzten Runde, aber ansonsten liegen die nicht so weit auseinander, was die Zeiten angeht. Ja. Langweilig eigentlich. Ja, gut, das will man machen. Ja, irgendwann zieht es sich halt so auseinander. Wir hätten das gern so gehabt, dass die Fahrer dem gleichen Klassenniveau zugeordnet sind, aber da dann immer neue dazugekommen worden sind und da wirklich richtig gute dabei sind, ja, haben wir da natürlich keinen Einfluss drauf, dass das das Feld gleichmäßig bleibt. Ja? Oder auch dass sie sich gegenseitig überrunden, zwei oder dreimal. Das wird in den unteren Klassen, denke ich mal, auch immer wieder passieren. Ja, sobald man neue Saison anfängt, werden halt einige Fahrer sagen, noch eine Saison mache ich jetzt erstmal nicht, sondern ich mache vielleicht nur Ersatzfahrer. Dadurch fällt das ein oder andere Team dann unter Umständen aus. Es gibt eine Menge neuer Anmeldungen und die rutschen halt alle nach. Und da kann natürlich dann auch wieder mal wirklich ein richtig guter Fahrer bei sein oder ein richtig starkes Team sogar, ja, dass da zwei starke Fahrer bei sind. Haben dann die durchschnittlichen Fahrer, die dann ja ihre nächste Saison angehen, sehen dann natürlich ein bisschen schlecht dagegen aus im ersten Moment. Klar, interessanter ist es natürlich, wenn es da ganz ausgeglichener gestaltet ist, wie auf jeden Fall in der A und zum größten Teil auch in der B. Ja, da hat es das eine oder andere Team mit Sicherheit schwer. Aber da herrscht eine größere Ausgeglichenheit auf jeden Fall. Und dafür gibt es ja auch extra das Auf- und Abstiegssystem zwischen den einzelnen Ligen.
Und der Joey, der vertritt sich, glaube ich, die Beine, ne? Muss ja auch mal sein. Steffi Kreuzer kommt ja auch mal wieder leicht von der Strecke ab. Ja, das sind so die. Ach nee, das war eher Absicht. Das war pure Absicht, würde ich jetzt sogar mal sagen. Denn da gab es eine Überrundung, Tobi Hohn, der hat sich auch fein bedankt, ja, dass da die Steffi so viel Platz gemacht hat. Und da gibt es auch die nächste Überrundung und da hat sie wirklich eigentlich wieder Platz gemacht, ohne Ende sogar. Und Leute, das muss man auch mal so sagen, so Überholmanöver, Überrundungen, die kann man auch angenehmer gestalten. Ja, und jetzt kriege ich ja auch noch die Nachricht, der Joey, der ist sich echt die Beine vertreten. Er hat sich gedacht, der geht jetzt mal eben noch zur Bude an die Ecke, ja, holt sich noch ein paar Pilz, weil es gerade so spannend ist. Oliver Taraba hat nach diesem, ja, teaminternen Auffahrunfall, sage ich mal, hat er jetzt zumindest wieder auf seinen Teamkollegen Svenny Ostwind aufgeschlossen. Also Taraba aktuell auf 7, Ostwind auf 8. Und ich glaube, die werden jetzt nicht nochmal versuchen, das Ganze zu wiederholen. Also ich hoffe nicht. Also zumindest nicht so, wie es vorhin ausgegangen ist. So, Überrundung, Gerhard Mitschi, Antarama vorbei jetzt eben. Und damit sind dann nur noch 5 in der Lead Lap. Also Marcel Nowak hat hier, ja, vorhin Tobi Hohn auch noch überrundet. Nowak, Schäfer, Jenike, Mitschi und Martin Ruf in einer Runde. Na, nicht wenig Starter. Wir haben ja einen Starter weniger. Da gab es ja eine Strafe seitens der Rennleitung. Dieser Platz durfte auch nicht durch den Ersatzfahrer aufgefüllt werden. Und leider haben wir 2 Ausfälle im Rennen gehabt. Ja, leider nicht so viel los gerade auf der Strecke. Auch wenn wir jetzt hier nur. Oh,
wir haben einen dritten Ausfall. Daniel Jenicke, CE. Um Himmels Willen. Leute, Leute, fix dieses Spiel. Ja, ich kann hoffen, dass der Rest jetzt mal da keine Probleme mehr bekommt. Wir sind in der 53. Runde. Marcel hat die gerade begonnen. Der Olli ist jetzt Ausgang Parabolika, Startziel also. Und ja, hat zumindest wieder mal ein bisschen was gut gemacht. Aber nicht so, dass es da irgendwo, das heißt, es gibt da irgendwo noch einen Fehler, sage ich jetzt mal, von Marcel. Ja, dass er da irgendwie ranfahren könnte. Nee, es sind immer noch 22 Sekunden und auch 22 Sekunden nach hinten auf dem Gerhard Mitschi. Ich kann euch sagen, ja, ich bin jetzt, ich persönlich, ist ja auch mal ein schöner Fakt, ne? 78 Minuten hinter dem Führenden. Nee, hinter den Letzten. Dazu muss man dann, hier gab es hier gerade echt ein paar Probleme. Robert Berg, jetzt hat sich da der eine oder andere vielleicht sogar noch eine halbe Runde zurückgerundet. Steffi Kreuzer gab eine Berührung auf jeden Fall. Mit Svenny Ostwind. Der lässt sich Steffi wieder vorbei. Wobei das kein Einfluss darauf hat. Also es wäre eine Überrundung gewesen. Und ja, die Überrundung hat er halt nicht so ganz hingehauen. Und beide waren dann plötzlich neben der Strecke. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen an den Autos. Und das könnte durchaus der Fall sein. Denn Steffi ist hier extrem langsam geworden, bremst auch immer mehr. Das Auto zieht, glaube ich, nach links. Oh ja, da ist was kaputt gegangen bei ihr. Ich meine, es sah vorher schon nicht gut aus. Es ist halt schade, ja, dass es halt kleintechnisch halt nicht gefixt wird. Sie bleibt aber weiter draußen. Also fährt mit Lenkrad. Aber ganz sauber sieht es nicht aus. Und mal gucken, Top Speed war nicht mehr ganz 270, also Ende der Startzielgeraden. Also, die Reihenfolge aktuell. Novak, Schäfer, Mitschi. Das hatten wir. Ruf, Tobi Hohn dann. Ja, durch diese ganzen Ausfälle hat sich da natürlich wieder ein bisschen was getan, wollte ich sagen. Dann auf der 6 und 7 Taraba und Ostwind. 8 und 9 Harm und Kreuzer. Und auf der 10 Robert Berg. Also, wir haben ja die Hoffnung, ja, dass sich vielleicht ein bisschen was tun könnte jetzt mit diesem lustigen 3.5 Beta-Patch. Ja, dass vielleicht auch an den Servern das ein oder andere noch gemacht wird. Und geplant ist auf jeden Fall, das Rennen am Sonntag zu starten.
Es sei denn, wir werden uns nochmal vorher zusammensetzen, könnte ich mir vorstellen, wenn wir merken, Freitag und Samstag, da geht auf einmal gar nichts wieder abends. Wenn wir sehen, da ist null Verbesserung, dann werden wir uns zusammensetzen, ob das Sinn macht oder ob wir das dann verschieben. Wie gesagt, geplant ist, das auf jeden Fall zu versuchen, ja, wenn es ganz gut aussieht bis dahin. Ansonsten ist es wirklich dieser Sonntag unsere letzte Frist, wo wir uns dann wirklich ernsthaft dann mit dem Donnerstag dauerhaft auseinandersetzen wollen. Aber fix ist das noch nicht. Angesprochen unter uns, ja, hatten wir das schon alle. Und die Überlegung geht auf jeden Fall dahin. Wie gesagt, diesen Sonntag, wir wollen gucken, ob das geht nach dem morgigen, ja, Wartungsarbeiten, ob es da irgendwie besser wird am Wochenende. Und dann müssen wir weitersehen. Heute können wir da noch nichts sagen. Die Hoffnung lebt, ja. Allerdings, die darf man ja auch nicht aufgeben. Ich meine, klar ist nicht alles immer Gold, was glänzt. Olli Schäfer, einen leichten Verbremser hier gehabt jetzt in der Retifilo. Ich lerne das vielleicht sogar noch, auch wenn die Aussprache nicht hundertprozentig italienisch ist, aber die Buchstaben voll stimmt, ja. Immerhin etwas. Und ja, auch wenn ihr da jetzt die ganze Zeit das gleiche Bild habt, ich weiß, es ist ätzend und eklig. Aber der Joey ist halt, ja, der ist gerade ein wenig beschäftigt. Was heißt gleiches Bild? Ich denke ja, dass er zumindest umschalten kann. Ich verfolge halt leider nicht den Stream als solches. Marcel Novak auf 1, nächste Berundung vorbei an Nico, nee, an Steffi Kreuzer, den Kurve 1 Retifilio, ja, sich rausgedreht hat, nichts mehr passiert. Aber das ist halt das Ding, ja, da gerade diesen bösen Bandeneinschlag gehabt, Ausgang Variante Ascari. Und ich könnte mir vorstellen, dass ja Aerodynamik da absolut nicht mehr passt jetzt gerade bei ihr, aber sie sich wahrscheinlich sagt, nochmal reingehen, nö. Jetzt fahren wir hier das Ding zu Ende. 57. Runde ist der Marcel. Also, 3,5 Runden sind es noch. Svenny Ostwind aktuell auf 7 und Nicole Harm, da könnte sich noch was anbahnen. Die vor allem letzte Runde von Svenny Ostwind nur 1,576. Da ist mal ordentlich was in die Hose gegangen. Bei Nicole scheint es aber auch nicht so richtig zu laufen. 1,526 nur, aber wie gesagt, ja, 5 Sekunden aufgeholt und jetzt kommen die nächsten Rundenzeiten rein. Und dann werden wir mal sehen, ob die Runde zumindest einigermaßen besser ist. 1,583 von Svenny Ostwind und 1,99. 2 Minuten 4. Was ist denn mit den Zeiten da hinten los? Gut, da waren jetzt eine Überrundung auf jeden Fall, das habe ich gesehen, aber dass da so viel passiert sein sollte. Oliver Taraba! Gottes Willen, wo steht er denn? Lesmos!
dreht sich da raus beim Rausbeschleunigen. Und ich glaube, unser Kommentator ist wieder anwesend. Ja, das ist richtig. Und der Rabe hat einen Schaden am Fahrzeug. Definitiv. Das Auto hat einen Aufhängungsschaden. Der kommt gar nicht mehr um die Kurve. Und Nicole Harm ist gar nicht so weit weg. Und Taraba wird das so nicht zu Ende fahren können. Oh, oh, oh. Halt das Lenkrad einfach gerade. Dann geht es doch zumindest geradeaus auch irgendwie. Ja, da wird es einen Boxenstopp geben müssen. Jetzt Kurva Parabolica und Nicole Harm gerade aus der Ascari raus. Oh, Taraba fährt weiter. Da könnte es nochmal zu einer Platzverschiebung kommen. Die Runde zählt nicht für Oliver Taraba. Und Nicole Harm ist 2 Minuten im Rückstand. Ach Gottchen, da fehlt ihr eine Runde. Na mal. Oh, Oliver Taraba, na dann. Noch ein Dreher. Ja gut, okay. Er wird dann sehen. Er muss es jetzt halt hier die 2 Runden irgendwie noch um den Kurs bekommen. Egal wie. Und dann passt das auch. Und Ostwind, wie ich gesagt hatte, ja. So schlechte Rundenzeiten. Letzte Runde zwar ja wieder eine 1,58. Also extrem langsam. Und dadurch Steffi Kreuzer jetzt vorbei. Auch noch nicht. Holt sich auch noch nicht die Runde zurück. Ja, ja. Ja, ja. Nein, es war Nicole Harm, die vorhin schon dahinter war. Also von daher extreme Rundenzeiten gerade da hinten. Wirklich extrem. Ja, Sandy Ostwind fährt wieder raus. Fahrhilfen. Na, du darfst dir eine Ideallinie anmachen, wenn du das unbedingt möchtest. Nein, also Fahrhilfen sind auch realistisch, ja, wenn wir mal von den Fahrhilfen ausgehen, die es halt im Spiel gibt. Und dann hast du natürlich so Fahrzeuge wie den M3, der hat kein ABS. Und ja, wer den fahren möchte, der muss damit leben, sag ich mal. Also wir schreiben in dem Sinne dann keine Fahrhilfen fest, also machen das nicht fix, sondern sagen realistisch. Und dann ist es einfach fahrzeugabhängig. Aber wie gesagt, die Fahrhilfe Ideallinie darfst du ja anmachen. Damit man nicht so wie der Oliver Taraba eben hier, ja, weiß ich nicht, durchs Grün fährt die ganze Zeit. Ja. Aber Sorgen machen muss er sich, glaube ich, nicht. Auch hat er immer noch eine Runde Vorsprung, von daher. Ja, ich könnte ganz okay in die Box fahren, da wird nichts mehr passieren. Nee, könnte er, aber der fährt das Ding jetzt zu Ende, denn Marcel Novak ist auf jeden Fall in der letzten Runde. Da gibt es nämlich auch gerade nochmal die Überrundung und ja, zwar im ersten Sektor unterwegs. Olli Schäfer, klar, kann er nicht mehr angreifen. Der Abstand ist auch geblieben, 22 Sekunden. Das habe ich schon vor, weiß nicht, 5 Runden gesagt, vor 10 Runden gesagt. Hat sich wirklich gar nichts getan. Und wer auf jeden Fall ein bisschen was verloren hat, das wird ihm aber egal sein, ist Gerd Mitschi. Waren ja auch mal so um die 20, 25 Sekunden, mittlerweile auf 40 Sekunden angestiegen. Martin Ruf dahinter nochmal auf 16 Sekunden. Möglich, dass es da vielleicht auch nochmal einen Ausritt gab, den wir vielleicht dann nicht gesehen haben zumindest. Ein Cut, was auch immer. Ja. Oder einfach nur langsame Rundenzeiten insgesamt. Aber Marcel Novak wird das Ding hier gewinnen. Oh, fast wär's passiert. Wer war das? Tobi Hohen. Mit einem Schlenker in der Parabolika. Gerd Mitschi geht an die Box. Was ist denn hier los? Da hätte der Tank nicht gereicht. Martin das ist Ruf richtig steht vorbei. Bitter. Das ist richtig bitter, ey. Verkalkuliert. Martin Ruf, neuer Dritter. Und Gerhard Mitschi hat noch nicht Vollspeed. Dahinter kommt noch Tobi Hohn. Jetzt wird einmal geblockt, na klar. Und die letzte Runde könnte noch mal richtig spannend werden. Du darfst die Zieleinfahrt jetzt nicht verpassen. Marcel Novak gewinnt das Ding.
Oliver Schäfer, jetzt auf jeden Fall Parabolica, fährt auf Platz 2 ein. Aber dahinter, das könnte die letzte Runde nochmal echt interessant machen. Ich bleibe mal bei denen drauf. Also bei. Jetzt kriege ich sie leider nicht mehr angezeigt, oder? Na, der Abstand ist auch wieder gewachsen, also so ist es nicht. Michi und Hohen. Also es wird dann doch wohl dabei bleiben. Letzte Runde. Boxenstopp bei Gerhard Michi. Martin Ruf holt sich jetzt gleich den dritten Platz. Vier Fahrer in der Lead Lap. Gut, okay, einer, muss man einfach sagen, ist halt noch da rausgeflogen. Martin Ruf, also dritter Gerhard Michi. Ja, kein Sprit mehr im Tank. Letzte Runde noch einmal anhalten müssen, wird Vierter. Und dahinter dann, ja, weil es halt nicht mehr gepasst hat, Tobi Hohn auf der 5. Und wir dürfen sogar speichern. Yes. Novak, Schäfer, Martin Ruf. Zweimal Bentley. Ha! Naja, gut, okay. Also die Reihenfolge wäre schon eine andere gewesen. Da machen wir uns mal nichts vor. Ja. Jenicke raus, Rothstein raus und Maxo raus. Also alle drei durch C-Fehler. Ja, das ist schon echt bitter. Also. Ja, wird man nicht durchs Spiel getrennt, ja, oder durchs PSN getrennt, dann halt durchs Spiel. Also irgendwas ist immer und das ist einfach nur bitter. Wobei, ich glaube, an einem Sonntag hätte hier keiner das Rennen beendet. Da wären alle rausgeflogen. Ja. Ich sage, also da bin ich voll überzeugt, da hältst du keine 60 Runden durch. Wir haben gesagt, ich muss jetzt direkt mal hier den einen oder anderen vielleicht in die Party einladen, ne? Das wäre natürlich super. Könnte ich mal machen. Mhm. Wir hatten da zum einen Nico Franken. Wen nehme ich denn noch? Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die wirklich alle bei mir in... Ich habe die nicht bei mir in der Liste, weil ich habe halt jetzt nicht den Account, deswegen... Okay, Moment. Dann musst du, also ich konnte jetzt den Olli einladen, ja. Die anderen beiden musst du dir leider einmal schnappen, einmal Bluescreen. So, vorschlagen. Wo ist er? Novak? Maxos raus. Schäfer. Wer was noch? Martin Ruf. Wenn ich ihn drinne hab. Ja, natürlich nicht. Nein. Martin Ruf habe ich nicht drinne. Aber ich habe dir zwei Vorschläge geschickt. Ja, den Olli habe ich ja selber, glaube ich. Aber ist okay. Kannst aus dem Bluescreen raus. Hab alle drei. Ja, auf jeden Fall Kopf hoch. Das Ganze nicht irgendwie aufgeben oder so. Das kommen auch wieder bessere Zeiten. Das ist mega ärgerlich, ja. Und jeden hat es auch schon mal irgendwie erwischt, habe ich so das Gefühl. Guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Stimmeübertragung an. Ja.
Ja, die glücklichen Podiumseigentümer nenne ich es jetzt mal, ja. Zwei von drei. Ja. Wie war's? Ja, ich bin in Rot Atlanta bin ich rausgeflogen mit dem Cut, also mit dem DC. Und heute hat mal die Verbindung gehalten, da bin ich natürlich sehr glücklich darüber. Ja. Natürlich auch über das Ergebnis, dritter Platz ist unglaublich. Also ich bin echt begeistert durch die Konstanz im Rennen, dass man da sich so nach vorne fahren kann. Natürlich auch bedingt durch die Ausfälle, die unglücklichen Ausfälle der zwei Leute, glaube ich, vorne. Mit Getriebeschaden, glaube ich, ausgefallen. Das Rennen an sich, der Start war nicht so gut bei mir. Bin, glaube ich, ein, zwei Plätze zurückgefallen, konnte mich dann aber gleich auch in der nächsten Runde, in der ersten Schikane, wieder vorarbeiten. Bin innen vorbeigegangen, dann war ich auf Platz 3, habe zu viel Gas gegeben, habe einen Dreher gehabt und bin wieder auf Platz 9 zurückgefallen. Und musste mich dann wieder vorarbeiten, hatte dann im ersten Renndrittel bis zur Halbzeit richtig harte Kämpfe mit dem Tabara und ich glaube auch mit dem Tobi Hohnen, genau. Die hatten dann aber auch einen Einschlag, mussten dann, glaube ich, frühzeitig in die Box. Und so konnte ich dann den Rest des Rennens relativ alleine zu Ende fahren. Hab dann auch einen Gang zurückgeschaltet, weil nach vorne waren 30 Sekunden Luft. Es wäre fast unmöglich gewesen, da noch ranzukommen, sodass ich dann ein bisschen ruhiger gemacht habe, weil ich auch mit den Reifen haushalten musste. Ich habe immer Probleme in der Ascari-Schikane gehabt. Habe mich fast immer rausgedreht, musste also wirklich richtig sachte, sachte machen. Ja, und dann durch die beiden Ausfälle hat sogar noch auf Platz 3 gereicht. Und dann, ja, nicht durch den Ausfall als solches. In der letzten Runde gab es noch einen Boxenstopp. Ach, der nächste, ja, genau, richtig. Hat Ja. wahrscheinlich das Benzin nicht gereicht. Vermute ich mal. Das hat sich etwas verkalkuliert, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, der gute Gerhard Michi. Und musste nochmal den ein oder anderen Liter nachtanken und hat dadurch Platz 3 verloren in dem Moment. Aber dennoch Glückwunsch auf jeden Fall. Glückwunsch, klar, auch an Olli, bei dem aber mit Sicherheit viel mehr drin gewesen wäre. Oder Herr Schäfer. Noch mehr, noch Ja, mehr. du hattest ja so viele Fehler drin, ja, vor allem im ersten Drittel, so oder in der ersten Hälfte. Hinterher ging es eigentlich. Warst ja auch sehr lange hinter Marcel Novak. Warst mit Sicherheit auch den einen oder anderen Streckenabschnitt schneller als er. Kam es aber nicht vorbei. Und dann, ja, wie gesagt, ich glaube Runde 2 war es, wo du ja schon direkt in der ersten Kurve da mal so einen leichten Abflug hattest, wo du dich wieder rankämpfen musstest, dann lange hinter Marcel. Und dann hattest du den einen oder anderen Fehler drin, wo du Zeit verloren hast, ne? Ja, also ich glaube, zu Gerhard Mitschi kann ich auch noch was sagen. Der musste, glaube ich, relativ früh in die Box. Konnte gar nicht das Boxenfenster abwarten und musste voll tanken, aber es hat nicht gereicht in Runde 20, glaube ich. Von daher musste er wahrscheinlich nochmal so kurz ein paar Liter nachtanken. Und dann, ja, das Rennen ging eigentlich recht gut los. War ein bisschen turbulent, die Einführungsrunde. Ja. Mit den hat nicht jeder gecheckt, mit dem Vorbeilassen irgendwie. Und ja, ich habe dann in der zweiten oder dritten Runde, kurz vor der ersten Schikane, bin ich ins Play-Share-Menü gekommen. Ja, das war ein bisschen eklig. Da hatte ich dann, ich weiß nicht, ob ich den Daniel Jänicke verwirrt habe oder nicht. Auf jeden Fall bin ich schön langsam durch die Reifenstaffel gefahren und wollte ihn eigentlich vorbeilassen, aber der kam nicht von hinten. Da habe ich halt wieder Gas gegeben. Wollte ihn eigentlich wieder vorbeilassen dann am Ende des Rennens, aber dann ist er geflogen oder getrennt worden. Und ja, ich bin dann ziemlich lang auch, ich habe auch Marcel aufgeholt. Ich weiß nicht, ob er einen Aeroschaden hatte. Keine Ahnung, Marcel. Nee, nee. Keine Aeroschaden? Okay. Naja, und der Windschatten, der hilft natürlich auch, ja. Ich glaube, da bin ich auch dann die schnellste Rennrunde gefahren in dem Zeitpunkt. Und dann hat mich weggedreht. Und dann habe ich ein bisschen Piano gemacht. Und ja, dann sind wir eigentlich unser Rennen gefahren. Wir haben noch zweimal weggedreht, glaube ich. Und dann gegen Schluss die letzten 20 Runden einfach nur geguckt, dass man kein Blödsinn macht und dass der Motor nicht hochgeht. Also da hatte ich auch extremst Angst, weil ich im Rückspiegel immer die Rauchwolken gesehen habe, ja. Und die Temperaturen waren auch etwas hoch. Dann habe ich automatisch ein bisschen früher geschalten, war nicht so aggressiv beim Anbremsen, beim Zurückschalten. Ja, und so sind wir halt zu Ende gefahren. Und dann nach und nach sind ein paar getrennt worden. Fand ich schade. Also ich denke mal, Marc Maxter hätte den ersten Platz sicherlich verdient gehabt, von der Pace her, von der Geschwindigkeit. Und Ja, auch und den hätte ich Daniel, nicht mehr gekriegt.
Genau. Und Daniel kam von hinten auch recht gut ran. Also es wäre vielleicht nochmal spannend geworden. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich auch nochmal vorbeigelassen. Und ja, so war es Ja, dann. das waren so entscheidende Situationen, denke ich, im Rennen. Der Marcel war ein Zeitpunkt da im letzten Drittel, war er wieder besser unterwegs, würde ich jetzt mal vermuten, als der Marc, der irgendwo dann doch der Sieger der Herzen ist, ja, nenne ich jetzt einfach mal so. Ja. Ja, ich meine, er hat das schon kontrolliert gefahren da vorne, muss man einfach so sagen. Marcel kam zwar etwas näher ran und ich vermute aber, er hat das kontrolliert und also der Marc. Ja, war die keine Chance. Und hat es da nicht so die Möglichkeiten, dann da wirklich ranzufahren, oder? Wie war das Rennen für Nee. dich? Also das Rennen, muss ich sagen, das Auto, ja, das lief wie auf Schienen, ne? Also kaum Fehler irgendwie. Und da kurz vorm Rennen habe ich nochmal von unserem Chefingenieur, dem Mike Westerwald, ein Setup gekriegt und das hat wie Arsch auf einmal gepasst. Ne? So, nochmal ganz großen Dank. Ja, und natürlich auch Dankeschön ans Team. Ja, was soll ich da großartig noch zu sagen? Ja, gewonnen. Also, Ja, ich genau, hätte da gewonnen. nicht mit gerechnet. Ja, War auf jeden Fall meine paar Runden Vermutung am geiles Anfang Duell, war Marcel. zumindest, ja, als wir wirklich ein paar Runden hintereinander waren, das war auch wirklich interessant. Wir haben immer gehofft, na, schaffst du es irgendwo? Aber ich glaube, du bist einfach zu früh aus dem Windschatten raus und hattest nicht so den Mumm, dann da drin zu bleiben, dich komplett ranzusaugen. So, das war mein Gefühl zumindest. Ja, ich Nee, wollte kein Risiko eingehen, ich wollte ne? keine Oder will? Brechstange fahren, ich wollte nicht wegkicken, also ich habe da schon vorsichtig gemacht. Wir hatten ein, zweimal ein bisschen Spottkontakt, ja, das hat Marcel bestimmt auch gespürt, aber ich Ja, wollte keine kommt vor. Brechstange fahren. Richtig so. Jo, also bis auf ein paar Überrundungen, die, ja, weiß ich nicht, ein bisschen hätten anders laufen können, war das Rennen eigentlich top. Ja, aber Aber absolut faires naja. Rennen, muss Wobei, ich auch sagen. ich muss hier jetzt auch ehrlich mal eine Lanze für die brechen, die überrundet werden in solchen Rennen. Ist egal, wer dahinter fährt und überrunden möchte, ihr müsst euch da auch mal anpassen an die Fahrweise des Vorausfahrenden in dem Moment. Das habe Die ich ja wollen da. gemacht. Ja. Ich sag allgemein nur mal. Ja? So ein bisschen mal, jeder muss sich da Gedanken drüber machen, wenn man jemanden überrunden möchte. Ja, aber ich Geht halt nicht, dass meine, man in dem Renntempo weiterfahren kann in dem Moment, ja, selbst wenn es nur eine Kurve ist oder so. Man muss sich halt im Moment irgendwo anpassen. Und ich glaube, dadurch entstehen dann die meisten Situationen, wo es ein bisschen enger wird und vielleicht sogar auch zu Berührungen kommt. Ich meine, ist gut, wenn sowas halt nicht passiert, aber ich glaube, man also, kann sich das Leben einfacher machen, allgemein. Jetzt nicht auf dich bezogen oder auf irgendeinen anderen, der jetzt gerade ja, hier ist. Nee, nee. zu den Überrundungen, das ist einfach, weil die dann zu vorsichtig sind und die wollen dann zu schnell vorbeilassen, weil mitten in der Schikane, in der Jagdlinie stehen bleiben, ist auch keine Lösung, einen vorbeizulassen. Ne? Und ich bin ganz langsam hinterhergefahren und dachte, was denn jetzt? Ich bleib jetzt ganz stehen. Also ich hatte auch zwei, dreimal die Situation, als wir Richtung Askari gefahren sind und ein Überrundeter vor uns war und wir waren schon im Zweikampf, also ich mit jemand hinter mir. Und der Überrundete sieht, da kommen zwei an, dann muss er doch nicht noch in die Askari, also richtig Vollgas geben bis zur Askari und dann da langsam rumkriechen. Da könnte er doch vorher kurz beide schnell vorbeilassen und dann sein Tempo weiterfahren. Sehe ich zumindest so. Wenn genügend Platz ist, muss ich ja nicht Vollgas geben bis an die Askari ran. Da kann ich ja mal ganz kurz lupfen, runtergehen vom Gas und die beiden schnell vorbeilassen. Ja, wie auch immer. Wie man es macht, macht man es falsch, weil Ja, in der. Ja, du kannst ist keinen wirklich recht so. machen. Richtig. Egal, ob man gerade selber überrunden möchte oder überrundet wird, das ist nie so, wie man sich das gerne wünscht. Ja? Äußerst Aber selten. nochmal, alles in allem absolut faires Rennen, muss ich sagen. Auch die Zweikämpfe, alles fair gewesen, was ich heute erlebt habe. Also insofern Glückwunsch an die beiden an Platz 1 und 2 und vielen Dank auch an alle anderen auf der Strecke heute. Hat richtig Spaß gemacht und super fair gewesen. Schön. Ja. Ja. Schönes Schlusswort eigentlich. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Ich Können wir glaube, da auch können wir locker stehen gehen. lassen, ja. Ich wollte Marcel auf jeden Fall nochmal gratulieren und Martin zu den Podiumsplätzen. Ja, ich dir auch. Die. Ja, vielen Vielen Dank, Dank. vielen Dank. Ja, spannendes Duell. Leider habe ich mich gedreht, sonst wäre es wieder noch ein paar Runden gegangen.
Oh ja, das war ganz schön, ja. War ein bisschen schade. Aber ja, und dann noch von meiner Seite Grüße an die Ruhfamilie und an meine Ja, Familie, die sicherlich noch bla 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 bla. zuschaut. Will keiner hören. Nein, alles, Piep. alles gut, alles. Nee, alles Und ich gut. habe ja noch einen Sponsor, darf ich die Werbung nennen? Nee, Ja, nee, nee, Quatsch, Quatsch. Selbstsport Racing ist dein Thorsten, Sponsor, das wissen wir ja schon, ja. dein Bier ist unterwegs. Gut, ich danke euch, dass ihr da wart. Ja. Alles klar. Erholt euch von den bestimmt Danke auch. anstrengenden 60 Runden Ja. und dann noch einen schönen Abend euch. Ebenso. Ja, und Ja. gleichfalls. Vielen Dank für die Moderation. Ja, Ja. jo. Bitteschön. Ja. Ja. Ciao. 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 Ja, Herr Nikolaiski. Ja, Herr Kemp. Es war mir eine Ehre, die C mitmoderieren zu dürfen. Ja, Ja. normalerweise lasse ich mich ja nicht zu sowas herab. Ja. Also unterhalb der A eigentlich ja nichts. Also, nee, ach Quatsch, nee, um Himmels Willen. Hochmut kommt Wenn vor dem irgendwo Fall. einer braucht, ja genau. Nee, nein, aber so ist es ja nicht. Ja. Wenn irgendeiner da jemanden braucht, ja, und mich fragt, da werde ich sehr selten Nein sagen, obwohl ich ja eigentlich schon bei einem Nein so gesehen war, ne, in dem, aber es ist ein anderes Thema, Ja. warum das so war. Ne, danke. Ja, dein Tipp war, wie zu erwarten, ja, goldrichtig, bis auf der SLS, der hat es leider nicht geschafft, ja. Ja, höhere Gewalt nenne ich es jetzt mal, ja, ist zwar schade, ist wirklich ärgerlich, das wird mich auch ärgern. So lange zu fahren, zu üben und zu gucken und dann wegen der Spielmechanik aus dem Spiel zu fliegen, aber ja, wenn es denn so ist, dann ist es leider so. Auch wenn ich's, ja, viele haben es geschrieben, ist eigentlich langweilig, aber wir haben ja auch schon versucht zu erklären, wenn das Fahrerfeld in einer eigentlich unteren Liga, ja, Fahrer hat, die in alle vier Ligas mitfahren könnten, ja. Dass das dann ja zu zwei- oder dreifachen Überrundungen kommt, daran können wir leider nichts ändern. Ja, das bleibt nicht aus. Ja, Ja. und wie gesagt, gerade, ich denke mal, in der untersten Liga sowieso wird es immer wieder passieren, weil halt irgendwo Teams aufhören und dann dementsprechend halt welche nachrücken. Das kannst du nicht, zu 100% verhindern. Ja? Weil du neue Teams ja auch nicht, irgendwie anders oder so einschätzen kannst, zu 100% am Anfang. Richtig. Aber ich würde sagen, ich glaube, 60 Runden war jetzt lang genug. Auch für Ja. uns, nehme ich mal an. Ja, das ist, man unterschätzt das gern. Auch wenn Ja, ich. ich gehe da schon die ganze Zeit. Ja, ich sag ja, also gut, ich musste mich dann mal kurz weg. Ja, vielen Dank. Ja. Dafür, dass du jetzt trotzdem nochmal so schnell reingesprungen bist, ja, obwohl du eigentlich. Ja, gar keine Zeit hättest. Ja. Du Was weißt soll man gerade noch nicht, was du sagen? sagen sollst. Du Nee, stehst auf dem Schlauch. 60 Runden, ja, das war. Also Laguna Seca war dagegen relativ kurz, das Rennen, ja, obwohl es 70 Runden waren. Aber das hier war richtig lange. Ja, das war ein echt langes Rennen. Das war richtig lang und morgen haben wir auf jeden Fall, um mal jetzt hier wieder den roten Faden zu folgen, ja, haben wir auf jeden Fall wieder 70 Runden Nachholrennen. Ja, GT3A ab 19:30 Uhr gibt es den Stream. Etwa eine Stunde vorher wird es wieder die Wetterauslosung geben, also ab 19:30 Uhr, ja, nicht wie sonntags die A fährt, da haben sich ja der eine oder andere beinahe vertan. Mit den Einladungen. 19:30 Uhr geht's los. 19:45 Uhr, 40, wie auch immer, gibt es die Einladung. Seid also diesmal ein bisschen wacher, damit das auch klappt. Und ich könnte mir vorstellen, da wird es richtig, richtig interessant. Laguna Seca, 70 Runden, es bleibt trocken auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, vielleicht können wir morgen schon mal das erste Mal über PC streamen. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Highlight für alle, die zuschauen werden.
Ja. Wurde sich sehr viel Mühe gegeben, ich sag's nochmal, ja, das ist richtig Herzblut reingesteckt worden in die ganze Geschichte. Und auf jeden Fall einschalten. A ist die Auf Königsklasse. jeden Fall. Die Königsklasse. Morgen. Morgen wird Ja. spannend. Auf alle Fälle. Ja. So. Gut. Ich verabschiede mich schon mal und sag Tschüss und guten Abend und noch einen, weiß ich nicht, guten Schlaf nachher. Ja. Auf Wiedersehen. Der Joey als Hauptmoderator hat das letzte Wort. Auf Wiedersehen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch recht herzlich. Wenn ihr gerne auch dabei sein wollt, ja, dadurch, dass sich der Termin von der Assetto Corsa jetzt verschoben hat und wir eigentlich geplant hatten, dass es, ich meine, im März oder im April sollte es eigentlich erscheinen, dass es nach hinten verschoben wurde, haben wir zurzeit noch eine Assetto Corsa Liga am Plan. Wenn ihr Interesse habt, auch hier in einer Project Cars Liga mitzufahren, geht einfach mal auf www.simsportracing.com. Schaut euch unsere Seite mal an, lest euch ein bisschen ein, meldet euch an, registriert euch, nehmt Kontakt mit anderen Fahrern auf. Ja, dort findet ihr eigentlich alle weiteren Informationen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, den findet ihr auf YouTube unter SimSport Racing. Wenn ihr euch gerne mal ein paar Wiederholungen anschauen wollt von anderen Rennen, oder wir haben teilweise auch ein paar Reglement-Videos, was zum Beispiel unseren eigenen fliegenden Start angeht, mit unserem eingeplanten Safety Car, was ihr heute gesehen habt. Auf Twitter findet ihr uns auch unter SimSport Racing und auch sowieso auch auf Facebook. So, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen wieder einschalten für die Liga A und ich wünsche eine gute Nacht.